Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich darf Sie namens der CDU-CSU-Fraktion ganz herzlich zu unserem heutigen Fachgespräch willkommen heißen. Auch wenn ich weiß, dass noch ein paar mit Verkehrsmitteln, insbesondere mit dem Zug, Schwierigkeiten haben, gehe ich davon aus, dass sich da der Saal noch ein bisschen weiter füllen wird, bin aber trotzdem beeindruckt davon, dass das heutige Thema dann doch eine so große Zahl von Experten hierher lockt. Das macht Freude, zeigt, dass wir mit diesem Fachgespräch auch auf dem richtigen Weg sind. Manchmal kommen solche Fachgespräche, meine Damen und Herren, auf eine ganz eigenartige Art und Weise zusammen. Es ist halt nun mal so, dass momentan ein Thema die Politik dominiert wie kein anderes. Und da macht es manchmal ganz gut Sinn, auch mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, rauszugehen in die Natur und sich den einen oder anderen Gedanken zu machen. Wenn man das im Frühjahr tut, stellt man fest, dass man schon lange keine Feldlerche mehr singen hat hören und dass sich da etwas dramatisch verändert bei uns. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig und richtig ist, dass die CDU-CSU-Fraktion sich dem Thema Biodiversität und Artenschutz in einer ganz besonderen Art und Weise und widmet und auch in diesem Rahmen mal eine Gesamtschau macht. Dazu darf ich Sie alle begrüßen, aber natürlich auch insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, die da sind. Allen voran die Frau Kollegin Dött, die Sprecherin für das Thema Umweltpolitik bei uns ist. Herzlich willkommen. Die Thematik, die wir heute hier diskutieren wollen, ist natürlich eine Querschnittsaufgabe, die sich quer durch die Politik zieht und die angesichts der Veränderungen wirtschaftlich, verkehrlich, baulich natürlich auch eine gewisse Dynamik erlangt, wenn man sich die Artenschutzberichte anschaut, sieht, dass das, was auf der roten Liste steht, schwer belastet, selten, teilweise schon ausgestorben ist. Da wird der Herr Wolf nachher noch einiges dazu sagen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich glaube, dass das eine sehr spannende Angelegenheit wird. Ich will aber ein paar politische Anmerkungen vorab machen. Natürlich müssen wir politisch auf diese Veränderungen reagieren. Die amtierende Bundesumweltministerin hat da eine sehr eigene Position in Sachen Landwirtschaftspolitik, die vermutlich von der Union bloß deshalb weit weg liegt, weil sie falsch kommuniziert wird. Ich glaube, dass sich weder die Unionsabgeordneten noch die Landwirte an der Stelle sperren würden, wenn sie es richtig formulieren würden, nämlich sagen würde, wir wollen die Landwirtschaft mitnehmen hin zu noch mehr Arten- und Naturschutz und nicht in der Weise, dass sie, wie der Kollege Schorsch, dass sie am Schluss mitgenommen aussehen, die Kolleginnen und Kollegen, sondern in der Weise, dass sie das dann auch aktiv unterstützen, weil ich glaube, dass auch für die Landwirtschaft da einiges rauskommen kann. Wenn ich natürlich kommuniziere, Bundesumweltministerin, aus für die Agrarsubventionen, dann habe ich sofort eine Gegenposition, die ich für unnötig halte. Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg gehen und müssen sagen, wir müssen uns überlegen, wie man Landwirtschaft und Naturschutz so zusammenbringt, dass am Schluss auch für den Landwirt etwas dabei rauskommt. Und damit meine ich nicht nur die materielle Seite, sondern ich stelle ganz klar fest, dass wir mit der fortschreitenden Industrialisierung unserer Landwirtschaft, mit dem Wachsen oder Weichen, einen Weg einschlagen, der auch das Personal, auch die Landwirte selber überfordert. Hinsichtlich dessen, was sie leisten, was sie an Einsatz bringen müssen. Und ich glaube, das muss der Ansatzpunkt sein, um diese Themen sinnvoll miteinander zu kombinieren. Das immer größer, immer schneller in der Landwirtschaft überfordert die Leute und führt zu einer Umweltproblematik, die aus meiner Sicht jedenfalls unbestreitbar ist, mit der man aber umgehen kann, wenn man es denn richtig macht. Nun komme ich aus Bayern, wie Sie unschwer hören, und da ist die landwirtschaftliche Struktur noch ein bisschen anders. Ich erinnere mich noch gut an den Satz eines SPD-Kollegen, der zu mir vor Jahren mal gesagt hat, über was reden wir denn jetzt eigentlich? Über Landwirtschaft oder über die Kleingartenstrukturen, die du in Bayern hast? Ja, auch da ändern sich diese Strukturen und
das zusammenzubringen ist deshalb wichtig, weil es auch ökonomisch Sinn macht. Ökonomisch Sinn deshalb, weil die Lösung dieser Interessenkonflikte auch eine Win-Win-Situation bringen können. Stichwort Moorschutz, das, was man da im Bereich des Klimaschutzes tun kann, Gewässerabstandsstreifen, was uns das spart im Bereich der Vermeidung und Nachsorge von Gewässerbelastung, das ist ganz erheblich. Und die Dinge gegeneinander zu verrechnen, glaube ich, macht Sinn, sodass ich glaube, wir müssen nicht diesen Interessenkonflikt aufmachen, sondern wir müssen eher gucken, wie man die Dinge wieder sinnvoll ökonomisch zusammenbringen, und zwar so, dass sich es für die Landwirtschaft rentiert, im übertragenen wie im materiellen Sinne, sich um das Thema Artenschutz entsprechend zu kümmern. Das Gleiche gilt für einen Bereich, den die Kollegin Dött und ich auch zu verantworten haben, nämlich das Thema Bau. Auch da sehe ich, dass das schwierig wird, wenn wir diesen Schritt nach vorne tun, so wie wir es jetzt angesichts der Situation tun müssen und sagen, wir wollen mehr bauen, dann kann das am Ende heißen, mehr Flächenverbrauch. Es kann aber auch heißen, wir gehen geschickt damit um und versuchen, die Flächen, die tatsächlich schon bebaut und versiegelt sind, entsprechend zu bearbeiten. Wer das nicht glaubt, dass die Versiegelung von Flächen plus die Landwirtschaft miteinander in dem Bereich Schwierigkeiten machen, dem gebe ich ein Beispiel aus meiner Region. Wir hatten bei mir in der Region vor kurzem die Situation, dass wir 3 Biberdämme entfernen haben lassen. Diese 3 Dämme wurden leider verkehrt entfernt, nämlich von oben nach unten, ja, und nicht von unten nach oben, sodass die das Erosionsmaterial, das sich hinter dem Damm angesammelt hat, auf 7 Kilometer am Schluss ein Fischsterben verursacht hat. Da war also nichts mehr übrig an der Stelle. Wir haben wirklich im Bereich des Gewässerschutzes immense Schwierigkeiten, die wir dringend aus meiner Sicht lösen müssen und wo man auch da das Hand in Hand mit den Grundstückseigentümern letztendlich braucht. Nun, dürfen Sie mir glauben, dass, was die, sind wir auch unverdächtig als CDU-CSU-Fraktion, dass wir zu den Ökoromantikern gewechselt sind. Das glauben Sie sicher, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen natürlich sehr wohl, dass sich unsere Landschaftsstruktur verändert hat, dass bestimmte Dinge funktionieren, andere funktionieren nicht. Und wir gehören zu denen, die werben für einen pragmatischen Umgang mit dem Thema. Stichwort Biber, wir freuen uns, dass er wieder da ist, aber wir sagen auch da, wo es Schwierigkeiten gibt, muss man dann entsprechend eingreifen, entgegenwirken. Das Thema sinnvoll und pragmatisch regeln und regulieren, das macht aus meiner Sicht Sinn und das gehört auch zu einem verantwortbaren Naturschutz, dass man solche Themen so sieht. Ich könnte weitermachen mit dem Wolf, da weiß ich, dass das eine kritische Diskussion würde, wie das sich entwickeln kann, aber auch da gibt es Ecken, wo das problemlos funktioniert, es gibt aber andere Ecken, wo aufgrund der Besiedlungsdichte das eben nicht so problemlos funktioniert und da ist unser Anliegen jedenfalls, dass wir intelligent und sinnvoll mit dieser Thematik umgehen. So viel zum politischen Vorwort. Also nochmal auch insbesondere Aufgeschlossenheit hinsichtlich der Frage, wie geht das Thema weiter, was machen wir Hand in Hand mit der Landwirtschaft, Hand in Hand mit der Wirtschaft, nicht gegen die Landwirtschaft und nicht gegen die Wirtschaft. Das kann nicht die Devise einer verantwortbaren Artenschutz- und Umweltpolitik der Union sein, sondern das Miteinander muss ganz nach vorne und dann kriegt man auch gesellschaftlich akzeptiert sinnvolle Themen hin. Wir wollen mit dieser Veranstaltung auch zeigen, meine Damen und Herren, dass es ein Miteinander letztendlich geben muss im Interesse des Artenschutzes. Deshalb haben wir relativ breit eingeladen. Ich habe den Herrn Dr. Wolf vom Bundesamt für Naturschutz bereits erwähnt, der uns den Artenschutzreport 2015 vorstellen wird. Danach gibt es einen Kurzvortrag, jetzt nicht vom Herrn Tumbrink, der sitzt da leider noch im Zug, da gab es ein Problem und deshalb wird der Herr Thiel Hopf das Thema übernehmen, uns
das neuartige Insektensterben und die dramatischen Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen zeigen. Ob sich das nur an Nordrhein-Westfalen festmacht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das eher ein symptomatisches Thema ist. Ich freue mich dann auch, dass ich mit Christian Konrad, einen Bürgermeister einer mittleren Stadt aus Bayern da habe, der uns das Thema Moorschutz, Arten brauchen Lebensraum vorstellen wird. Da halte ich das Bemerkenswerte dafür, lieber Christian Konrad, dass es eine kommunale Thematik ist, wo man auch sehen kann, wie sich dann so etwas entsprechend gestalten und entwickeln lässt. Wir haben danach ein... habe ich einen übersprungen? Ja, okay, Entschuldigung, den Herrn Litzbalski habe ich übersprungen. Naturschutz in der Agrarlandschaft, das Thema Großtrappe, eine seltene und spannende Tierart auf jeden Fall. Auch das etwas, wo man partiell sieht, was man denn tun kann, um einzelnen Tierarten bei uns auf die Sprünge zu helfen. Wir haben eine Podiumsdiskussion, wo wir versucht haben, die Verbände einzubauen mit dem Kollegen Hartwig Fischer, dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes, aus meiner Sicht einer der ältesten Naturschutzverbände überhaupt, den Clemens Neumann, Leiter der Abteilung biobasierte Wirtschaft, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die Frau Nickel sitzt auch noch im Zug. Nein, Entschuldigung. Inzwischen ist sie da. Ja, ich habe sie vorhin angeschaut, aber sie sind reingeschlichen. Sehr gut. Damit das BMU vertreten. Die Frau Brezel, Leiterin Naturschutz Deutschland beim WWF. Der Kollege Klaus-Peter Schulze als unser zuständiger Sprecher. Und Dr. Hartmut Schwarze, Leiter der Abteilung Naturschutz, Klima, Emissions- und Strahlenschutz im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Moderieren wird die Frau Dehmer, die jetzt aber definitiv noch nicht da ist. Oder? Aber unterwegs. Sie sind da, okay, sehr schön. Also, Sie dürfen gern nach vorne kommen, wenn Sie wollen. Ja, und ich jedenfalls bin gespannt auf die Dinge, die heute hier zur Sprache kommen. Ich glaube, dass es eine schöne Gelegenheit ist, das Thema in der Breite zu erfassen und auch die gegensätzlichen Positionen. Das ist ja auch unschädlich, wenn man die hat, mal gegeneinander abzuwägen und zu schauen, was können wir als Fraktion aus einem solchen Fachgespräch an Lehren ziehen. Damit höre ich auch schon auf. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herr Wolf, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Nisslein, für die einführenden Worte und auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung zu dieser Veranstaltung und dass Sie uns die Gelegenheit geben, den Artenschutzreport 2015 des Bundesamtes für Naturschutz vorzustellen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, insgesamt sind weltweit etwa 1,8 Millionen Arten beschrieben. Wie viele es gibt, wissen wir nicht. Viele sind nicht bekannt. Genauso wenig wissen wir, wie viele möglicherweise täglich aussterben, die wir nie kennenlernen werden. Für Deutschland sieht die Situation etwas anders aus. Da wissen wir etwas besser Bescheid. Wir haben etwa 48.000 Tierarten und 23.500 Pflanzen- und Pilzarten. Das ist, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ungefähr ein Platz im Mittelfeld. Wichtig ist es aber aus Sicht des Naturschutzes, dass es nicht um absolute Zahlen geht, sondern das Ziel ist es immer, die regional typische, natürliche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Regional unterschiedlich verteilt sind die Populationen. Das hat zur Folge, dass möglicherweise Arten ihren Verbreitungsschwerpunkt in bestimmten Ländern haben. In Deutschland zum Beispiel die Gelbbauchunke, eine stark gefährdete Amphibie, oder der Rotmilan, der ist sicherlich auch aus der Presse häufiger bekannt. Auch der hat einen Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland, ist aber eher weit verbreitet. Ja. Und es gibt den Sonderfall, dass nämlich Arten gänzlich und allein in einem Land vorkommen. Das sind sogenannte Endemiten. Und auf der Folie sehen Sie ein Beispiel, das bayerische Löffelkraut.
Für solche Arten haben Länder, in diesem Fall Deutschland, eine besondere Verantwortlichkeit. Insgesamt wurde so eine Verantwortlichkeit für 161 Tierarten aus 14 untersuchten Tiergruppen festgestellt und für 259 von 4.000 untersuchten Pflanzenarten. Doch wie sieht es nun aus mit dem Zustand der Artenvielfalt in Deutschland? Den größten oder besten und umfassendsten Überblick geben die roten Listen der Tiere, Pflanzen und Pilze. Da sind mittlerweile insgesamt über 32.000 verschiedene Arten bewertet worden. Und hier auf dieser Folie dargestellt sehen Sie die Ergebnisse des zweiten Durchgangs seit 2009. Das ist noch nicht abgeschlossen, das heißt, hier sind nur etwa 11.000 Arten die Datengrundlage. Und das Bild sieht nicht gut aus. 30% der Arten sind bestandsgefährdet, 6% sind schon ausgestorben und nur für 37% der Arten wurde keine Gefährdung festgestellt. 15%, das ist eine relativ große Zahl, für 15% der Arten ist nicht genügend bekannt, um eine Bewertung vorzunehmen. Ja, eine andere Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern, sind die Bewertungen der nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie streng geschützten Arten. Hier müssen die Länder nämlich gegenüber der Kommission regelmäßig den Erhaltungszustand berichten. Das sind die Ergebnisse des Berichts aus 2013. Und man sieht, dass 32% der bewerteten Arten in einem schlechten Erhaltungszustand sind, 33% in einem ungünstigen, nur 20% sind in einem günstigen Erhaltungszustand und wiederum 15%, für 15% ist die Datengrundlage so schlecht, dass eine Bewertung nicht vorgenommen werden kann. Wenn man sich dann die biogeografischen Regionen Europas anschaut, an denen Deutschland Anteil hat, differenziert sich das Bild ein wenig noch. In der atlantischen Region, das ist also Nordwestdeutschland, und in der kontinentalen Region, das wäre Ost- und Süddeutschland, sieht die Situation noch mal schlechter aus. Etwas besser dagegen in der alpinen Region, die auch deutlich weniger dicht besiedelt ist. Aber es gibt auch Erfolge im Artenschutz. Es gibt genug Engagement und auch genügend Programme, die sich darum kümmern. Beispiele sind vor allen Dingen große Wirbeltierarten, wie zum Beispiel Biber, Fischotter, Wildkatze, der Wolf in aller Munde, aber auch Fischadler und Wiesenweihe. Ja, was sind Erfolgsfaktoren? Eben spezielle Artenhilfsprogramme und auch Schutzgebiete, die Rückzugsräume für bestimmte Arten darstellen. Gerade bei großen Vögeln ist es so, dass es häufig Hilfsprogramme gibt, die bis zum individuellen Horstschutz gehen, und profitiert haben zum Beispiel Arten wie hier dargestellt der Seeadler. Die Bestandsentwicklung über die letzten 25 Jahre ist sehr erfreulich. Auch die Wasserqualität in den Gewässern hat sich verbessert und für manche Gewässer ist auch die Durchlässigkeit besser geworden. Das heißt, Querbauten wurden beseitigt bzw. durchgängig gemacht. Das ist zum Beispiel Grundvoraussetzung dafür, dass der Lachs in einigen unserer Gewässer wieder eingebürgert werden konnte. Ja, darüber hinaus gibt es auch Vertragsnaturschutzprogramme, zum Beispiel Kulturlandschaftsprogramme. Da werden Landwirte als Partner des Naturschutzes dafür bezahlt, dass sie die Flächen auf eine Art und Weise bewirtschaften, die biodiversitätsfördernd ist. Sie sehen, das mittlere Foto ist eine Orchidee, der hängende Mensch, kein frühjahrsmüder Naturschützer. Das ist eine Orchideenart, die davon profitiert. Und ein anderes Programm in dem Zusammenhang sind Ackerrandstreifenprogramme. Die Kornblume als ein Beispiel der Arten, die davon profitiert, ist auf der Folie dargestellt. All diese Erfolge sind wichtig und sie machen Mut, aber sie sind nicht repräsentativ. Und deswegen ist es wichtig, sich anzuschauen, welches sind denn die Gefährdungsursachen
für die Arten in Deutschland. Und die letzte umfassende artengruppenübergreifende Untersuchung wurde 2005 gemacht. Da wurden 601 Arten aus 10 planungsrelevanten Tiergruppen untersucht. Und die meisten Gefährdungsursachen und die häufigsten Nennungen kamen aus dem Bereich der Landwirtschaft, gefolgt von der Forstwirtschaft, dem Wasserbau, der Gewässerunterhaltung, Baumaßnahmen und Sport- und Freizeitaktivitäten. Ganz gleich, aus welchem Bereich die Gefährdungsursachen kommen, lässt sich feststellen, in der Regel haben wir es mit einer Intensivierung der Landnutzung zu tun, die unverträglich ist mit den Arten. Da scheint es fast paradox, dass auf der Folie auch aufgeführt ist, dass Nutzungsaufgabe und fehlende Pflege auch eine Möglichkeit sind, Arten zu gefährden. Das spielt zum Beispiel auf Grenzertragsstandorten eine Rolle. Wenn da die Nutzung aufgegeben wird, dann kommt es zu Verbuschungen und Arten des Offenlandes, die auf solche offenen Flächen angewiesen sind. Für diese Arten sind diese Flächen dann kein geeigneter Lebensraum mehr. Ja, ein anderes Thema, der Klimawandel, der wird uns in Zukunft sicherlich noch mehr beschäftigen. Es gibt Berechnungen, denen zufolge 5-30% der heimischen Arten durch den Klimawandel verschwinden könnten, wenn denn die prognostizierten Änderungen so eintreffen. Es werden auch andere Arten aus dem Süden wieder hinzukommen. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass da einfach sich die Klimazonen nach Norden verschieben. Denn die Wechselbeziehungen zwischen den Arten sind sehr komplex, die Mobilität einzelner Arten höchst unterschiedlich. Und schließlich ist der Klimawandel ein schneller Wandel, der möglicherweise für einige Arten eben zu schnell ist. Kommen wir zur wichtigsten Gefährdungsursache bzw. dem Bereich Landwirtschaft. Und hier ist der Teilindikator Agrarland des Indikators Artenvielfalt und Landschaftsqualität der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt dargestellt. Diesem Indikator liegen die Populationsentwicklung von 10 Vogelarten zugrunde. Und wie Sie sehen, in 2011 lag der Wert bei 55,6%. Für 2012 ist er bei 61%, aber von Entwarnung kann hier keine Rede sein. Wir sind sehr weit vom Zielwert entfernt. Ja, aber was muss erfolgen, damit sich dieser Zustand ändert? Das Ziel wäre ein abgestuftes System der Flächennutzung, mit dem eine hohe Lebensraumvielfalt sichergestellt werden kann. Und das ausdrücklich mit den Landwirten und nicht gegen die Landwirte. Dabei ist sicherlich die Ausgestaltung der europäischen Agrarförderung ganz wichtig. Und hier gibt es sozusagen zwei Säulen. Die erste Säule, die gesamte Fläche betrifft, da wäre es wichtig, eine stärkere ökologische Komponente einzubringen, das sogenannte Greening. Hier wäre zum Beispiel ein bundesweites Grünlandumbruchsverbot wichtig, um den Verlust an Grünland aufzuhalten. Aber auch eine tatsächlich die Biodiversität fördernde Ausgestaltung der sogenannten ökologischen Vorrangflächen hinzubekommen. Für besonders ausgewählte Flächen, eignen sich auch für eine Förderung aus der sogenannten zweiten Säule, meistens über die Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen. Hier wäre wünschenswert, wenn sich insgesamt der Anteil dieser zweiten Säule an der Gesamtförderung erhöht. Wenn wir einen höheren Anteil an tatsächlich biodiversitätswirksamen Maßnahmen hätten, wir nennen das dunkelgrüne Maßnahmen, das sind nämlich nicht ausschließlich solche, wenn auch die Einzelförderung wirtschaftlich konkurrenzfähig wird, denn das ist ein Angebot an Landwirte und die müssen natürlich auch rechnen und mindestens kostendeckend wirtschaften. Ja, Maßnahmen sollten zielgerichtet und wirksam konzipiert sein und wünschenswert wäre auch eine gesamtbetriebliche Naturschutzberatung, denn das eine passende Modell für alle, das gibt es nicht.
Lassen Sie mich zum Abschluss die Handlungserfordernisse zum Artenschutz zusammenfassen über den Bereich Landwirtschaft hinaus. Für besonders gefährdete Arten und für Arten, für die Deutschland eine besondere Verantwortlichkeit hat, wäre es wichtig, die bestehenden Artenschutzprogramme auszubauen und zu ergänzen. Das bestehende Schutzgebietssystem wäre auf Lücken zu überprüfen und zu ergänzen. Wichtig ist aber auch, dass es effektiv gemanagt wird. Dafür ist es notwendig, dass entsprechende Managementpläne erstellt werden und dass die Schutzgebiete auch mit entsprechenden Ressourcen finanzieller und personeller Art ausgestattet werden. Auf die europäische Agrarpolitik bin ich eben schon eingegangen, die können wir hier überspringen. Ja, viele unserer Arten der Wälder sind auf nutzungsfreie Wälder angewiesen, auf Zerfallsphasen beispielsweise. Zurzeit entsprechen nur 1,9% der Waldfläche diesen Kriterien. Hier wäre eine Zunahme dringend geboten. In den Wirtschaftswäldern wäre eine naturnahe die Förderung einer naturnahen Bewirtschaftung sehr wünschenswert, zum Beispiel um den Strukturreichtum zu erhöhen oder auch der Anbau von heimischen Baumarten. Um die Ausbreitung der Arten zu ermöglichen, den Austausch von Genen, aber auch zur Anpassung an den Klimawandel wäre es wichtig, die Lebensräume zu vernetzen. Der bundesweite Biotopverbund auf 10% der Fläche, wie er auch im Bundesnaturschutzgesetz gefordert wird, wäre dringend umzusetzen. Hier sind vor allen Dingen die Bundesländer gefragt. Zwei Drittel der Auen unserer Flüsse sind verloren gegangen. Es wäre wichtig, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben, sie durchgängig zu machen, denn damit würde man auch erreichen, dass wertvolle Ökosystemleistungen abgerufen werden könnten. Hochwasserschutz ist nur eine davon und gleichzeitig ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen entstehen kann. Für die Marienschutzgebiete in der ausschließlichen Wirtschaftszone wäre es wichtig, dass sie tatsächlich zu Rückzugsgebieten und Ruheräumen für gefährdete Arten werden können. Dazu wäre es insbesondere wichtig, eine ökosystemverträgliche Fischerei einzuführen. Und schließlich, aber nicht letztlich, die Datengrundlage über die Gefährdungssituation müssen wir verbessern. Wir wissen zum Teil nicht genug und auch verstetigen. Und dazu ist es erforderlich, das ehrenamtliche Engagement zu fördern und professionell zu begleiten. Wenn wir in all diesen Handlungsfeldern zu substanziellen Verbesserungen kommen, dann bin ich mir sicher, können wir auch eine Verbesserung im Artenschutz feststellen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganze Menge an Handlungsfeldern, die Sie uns aufzeigen. Ich will nochmal deutlich unterstreichen, dass bei uns gleichrangig daneben der Schutz von Eigentum steht und dass wir bei all den Dingen, die wir da notwendigerweise tun müssen, ich halte es durchaus für richtig, aufpassen müssen, dass wir den Landwirten nicht die Flächengrundlage entziehen auf der einen Seite und zweitens dafür sorgen müssen, dass das alles einen solchen Ausgleich bekommt, dass die noch bei der Stange bleiben. Dann gelingt uns das nämlich auch am Schluss. Wenn man einen anderen Weg geht und sagt, das Thema Arten- und Naturschutz ist eine Enteignungsgrundlage, dann haben wir die Landwirtschaft und die Grundstückseigentümer gegen uns und werden am Ende des Tages in dem Bereich nichts erreichen. Und davor warne ich ausdrücklich als jemand, der durchaus affin ist, was das Thema angeht und sagt, da muss ich etwas tun, das kann nicht so weitergehen, aber nicht gegen, sondern im Interesse der Landwirte. Das haben Sie auch deutlich gesagt und auch dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. So, jetzt hat der Herr Hopf das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Nüßlein. Wie eingangs schon gesagt wurde, halte ich diesen Vortrag hier stellvertretend für den Landesvorsitzenden des NABU, Josef Thumbrink, der gerade noch im Zug ist, der aber spätestens zur Diskussionsrunde, glaube ich, da sein wird und Fragen im Detail im Nachgang dann auch gerne noch im bilateralen Austausch beantworten kann. Insofern schmücke ich mich heute auch ganz gerne mit fremden Fehlern, denn normalerweise beschäftige ich mich eher mit
politischen, strategischen Dingen, so was Herr Wolf gerade angesprochen hat. Heute habe ich das Vergnügen, das vielleicht zweifelhafte Vergnügen, Ihnen eine doch sehr konkrete Untersuchung vorzustellen. Es geht um das neuartige Insektensterben in NRW. NRW deshalb, weil Herr Dumbrink und der Entomologische Verein Krefeld da eine Untersuchung gemacht haben. Und hier sind die ersten Ergebnisse, die ich Ihnen vorstellen möchte. Wenn denn das Blaue dann irgendwann auch zur Folie wechselt. So. Hier sehen Sie so eine Falle, mit der gearbeitet wurde. Das ist eine Insektenfalle, die in der Regel alle 2 Wochen geleert wird. Und oben sehen Sie vielleicht oben links so einen kleinen weißen Auffangbehälter. Dort sammeln sich dann die Insekten drin. Das hat der Entomologische Verein Krefeld seit den 80er Jahren begonnen und das dann auch systematisch fortgeführt an verschiedenen Standorten. In der Regel wird so eine Falle alle 2 Wochen geleert. Natürlich sind Wissenschaftler in erster Linie darauf aus, seltene Arten zu finden oder vielleicht sogar zu bestimmen. Das jetzt sehr Wertvolle ist, dass von Anbeginn begonnen wurde damit, auch dass die Abtropfmasse, also alles, was in diesem Gefäß da drin ist, zu trocknen und dann auch zu wiegen. Und so haben wir eine relativ lange Zeitreihe seit 1989, wo wir sehen können, wie sich dieses Biomassegewicht verändert hat. Die Standorte dieser Fallen sehen Sie hier, das ist der südwestliche Zipfel von NRW. Im Umkreis von Krefeld, insbesondere im Bereich des Niederrheines, aber zum Beispiel auch im Bergischen Land. Insgesamt sind über 100 Fallenjahre inzwischen erfasst und an 60 Fallen gibt es auch mehrere Jahresreihen, wo das ausgewertet wurde. Und ganz interessant vielleicht, die meisten dieser Standorte liegen in Schutzgebieten, denn natürlich geht man in Schutzgebiete, wenn man auf der Suche ist nach seltenen Arten. Hier ist ein Beispiel aus der Nähe von Krefeld, ein Naturschutzgebiet. Und da ist rechts auf der Grafik, sehen Sie, für 2 Fallen dort die Abtropfmasse aufgetragen. Oben die schwarze Linie ist die aus dem Jahr 1989 und unten in Rot und Blau sehen Sie das Jahr 2013, 2014. Und nach oben aufgetragen ist eben die Biomasse, die dort gesammelt wurde in den Fallen. Und Sie sehen, dass da eine sehr große Diskrepanz ist zwischen der Zeit 1989 und dem, was man heute noch findet. Wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man, dass sich das über die Zeit rückläufig entwickelt, hier an dieser Regressionsgeraden. Und während man in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre noch im Bereich von 1 Kilo, über 1 Kilo gewesen ist, sind wir jetzt in einem Bereich, wo es unter 400 Gramm eigentlich liegt. Das Jahr 2015 ist in der Grafik noch nicht drin, aber ich habe gerade noch mal mit Herrn Thunbrink telefoniert und er sagte mir, dass im Jahr 2015 auch die Zahlen sehr gering sind, also auch in diesem unter 400 Gramm liegen. Wenn man sich den Zeitraum anschaut von 1989 bis 2004, erkennt man hier auch schon einen gewissen Rückgang, schaut man aber mal auf die Zeit von der Jahrtausendwende bis heute, sieht man, dass sich das doch sehr stark verschärft hat. Man muss dazu sagen, in diesen Studien sind verschiedene Standorte drin, also da ist Grünland dabei, da sind Röhrichte dabei, Schilfstandorte, also es ist sehr vielfältig gewesen, aber es fällt doch auf, dass es insbesondere seit der Jahrtausendwende einen dramatischen Rückgang gegeben hat. Mal rausgegriffen, ein Beispiel in der Nähe von Bonn, die Warnbachtalsperre, das ist ein Trinkwasserschutzgebiet, also Grünlandnutzung und hier sehen Sie an 6 verschiedenen Fallen das gleiche Bild, was ich Ihnen eben schon gezeigt hatte aus der Nähe von Krefeld. Die schwarze Linie ist das Jahr 1989, die rote Linie das Jahr 2014 in diesem Fall und Sie sehen die große Diskrepanz, wieder oben die schwarze Linie, doch sehr große Mengen an Insekten und dann heutzutage doch sehr, sehr gering. Wenn man jetzt mal etwas genauer hinguckt und sich einzelne Gruppen anschaut, dessen, was in der Falle da ist, das ist natürlich sehr aufwendig, wenn man diese Kilo dann auseinanderklamüsert und erstmal nach Gruppen macht und dann auch auf Artebene bestimmt, dann stellt man fest, dass bei den Großschmetterlingen wir doch einen Rückgang sowohl der Arten als auch der Individuenzahlen haben. Und zwar 22% bei den Arten an Verlust und 56% bei den Individuen. Bei den Schwebfliegen wird das noch einmal deutlicher. Sie sehen, dass wir hier einen Rückgang hatten von über 1/4, was die Artanzahl angeht, aber sogar 84% weniger bei den Individuen. Das lässt sich auch bei anderen Gruppen ähnlich machen. Das ist bisher noch nicht für alle
Fallen und Fangjahre gemacht worden, aber die Proben sind alle da und nun wird man daran arbeiten, das sukzessive weiter auszuwerten, um eben die empirische Basis noch zu vergrößern. Herr Dumbrig hat diesen Vortrag vor kurzem in ähnlicher Form schon mal gehalten im Fachgespräch des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages. Und er hat jetzt hier exemplarisch eine Zuschrift aufgenommen, die er danach bekommen hat von einer Person, die über mehrere Jahrzehnte im Außendienst tätig war und einfach eine subjektive Empfindung schildert, nämlich dass früher man ungefähr alle 100 Kilometer die Frontscheibe des Autos reinigen musste. An den Tankstellen wurde da, war man darauf vorbereitet, da ging das, da war das Material da, um das zu machen. Und die subjektive Erfahrung hier ist eben, dass man inzwischen einmal quer durch Europa, hier Beispiel Stralsund nach Barcelona fahren kann und man hat kaum was auf der Windschutzscheibe. Das ist sehr subjektiv, aber es deckt sich zum einen mit den empirischen Ergebnissen, die ich Ihnen eben geschildert habe. Und ich glaube, die meisten von uns haben auch ganz subjektiv diese Erfahrung gemacht. Ich erinnere mich noch, dass ich als Kind bei meinen Eltern regelmäßig die Scheibe geputzt habe und irgendwann musste ich es nicht mehr tun. Schauen wir also nach den Ursachen. Herr Dr. Wolf hatte ja eben schon einige Ursachen angesprochen und das sind natürlich zu Recht die Zerstörung von Lebensraum, unter anderem durch Bebauung, die Degradierung durch Eingriffe jeglicher Art oder auch durch eine intensivere landwirtschaftliche Nutzung, eine Fragmentierung oder Verinselung, Zerschneidung von Lebensräumen trägt sicherlich auch dazu bei. Und wir haben klassischerweise natürlich auch noch die Schädigung durch diverse Schadstoffe, die eingetragen werden in Lebensräume. Jetzt auf NRW bezogen, muss es sich aber um Ursachen handeln, wie ich eben an den Kurven gezeigt habe, die eben insbesondere seit Mitte der 90er Jahre wirken. Das heißt, da muss relativ plötzlich in einem sehr kurzen Zeitraum etwas passiert sein, das zu diesen Ergebnissen führt. Die Klimaerwärmung, Herr Dr. Wolf hat es genannt, ist etwas, was wir in der Zukunft erwarten, was man jetzt auch schon merkt, was aber für diesen dann doch relativ kurzen Zeitraum eher unwahrscheinlich ist. Bei einer Verlängerung der Vegetationsperiode kann man zumindest bei der Biomasse an Insekten davon ausgehen, dass sie vielleicht sogar ansteigen würde, auch wenn einzelne Arten vielleicht dann nicht mehr vorkommen. Auch die Unterschiede verschiedener Jahresklimaläufe sind auszuschließen, denn wir haben ja dann doch eine ganze Reihe von Jahren, wo sich sowas im Mittel dann auch wieder ausgleicht. Natürlich kann es sein, dass ein Mix aus verschiedenen Faktoren dazu führt, was aber unterschiedlich ist, wenn man verschiedene Standorte hat. Also es kann natürlich sein, dass an einem Standort, wo eine Falle steht, vielleicht das Management dieses Schutzgebietes vielleicht falsch gemacht worden ist, aber doch nicht bei so einer großen Stichprobe. Wenn man sich jetzt auf die Ursachensuche begibt, dann kommt man relativ schnell zum Thema der Neonicotinoide, einer neuen Pestizidklasse, die Anfang der 90er Jahre mit verschiedenen Wirkstoffen zugelassen wurde. Hier auf der Folie aufgetragen, das sind Verkäufe in Schweden, Einfuhren in Japan, Anwendungen in Großbritannien und in Kanada. Sie sehen aber, wo es losgeht mit den Kurven, das ist im Jahr Anfang der 90er Jahre und wir haben in allen Bereichen steigende Tendenzen. Das ist also erstmal eine Ausgangshypothese, weil es doch ein zeitliches Zusammentreffen ist. Natürlich kann es sein, wie mit dem Storch und den Babys. Das muss nicht so sein, aber wir haben, denke ich, doch einen hinreichenden Anfangsverdacht. Aber klar ist, man muss hier eine umfassende Bewertung dieser Wirkmechanismen vornehmen und weiter untersuchen, denn klar ist, wir haben hier sehr hochwirksame Substanzen, die auch in einer sehr geringen Konzentration ökotoxisch wirken. Und es ist ganz wichtig, da genauer hinzuschauen, um die tatsächlichen Wirkmechanismen zu verstehen. Ich denke, im Sinne des Vorsorgeprinzips wäre es sehr, sehr hilfreich, Pestizide in Schutzgebieten auszuschließen. Bisher ist es nur so, dass wenn es explizit in der Schutzgebietsverordnung steht, in der Regel ist das nicht so, sondern die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft ist zulässig und da ist dann eben auch der Einsatz von Pestiziden mit dabei. Sehr hilfreich wären sicher auch Pufferzonen um Schutzgebiete herum, um einen Eintrag in diese besonders wertvollen Gebiete zu verhindern, beispielsweise über einen Ökolandbau. Ganz wichtig, ich hatte es eingangs gesagt, Stärkung der Forschungsförderung zu diesen Punkten, denn wir haben Indizien, aber es ist sehr wichtig, diese Basis einfach noch zu verstärken und genauer zu verstehen.
Interessant ist, dass in Deutschland, ich komme vom NABU, da ist das mit der Vogelbeobachtung doch schon sehr lang und sehr intensiv dabei. Es fällt auf, dass im Bereich des Insektenmonitorings, also die Umweltbeobachtung im Bereich des Insektenmonitorings, noch sehr rudimentär ausgeprägt ist, gerade was die flächendeckende Verbreitung in Deutschland angeht. Diese Studie hat gezeigt, dass die Methodik da ist, dass sie funktioniert, sie ist erprobt. Und es wäre sicherlich sehr, sehr sinnvoll, sie auch flächendeckend in Deutschland anzuwenden. Und das Gute für einen aus Sicht eines Ehrenamtsverbandes wie des NABU ist natürlich, dass man da das Ehrenamt auch gewinnbringend einsetzen kann. Damit möchte ich es belassen und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Ihnen auch vielen Dank. Ein hochspannendes Thema, glaube ich, das beeindruckend deutlich macht, was sich verändert. Ich finde es auch gut, dass Sie von sich aus sagen, naja, die Vogelwelt ist natürlich beobachtbar, ist auch das, wo es mehr gibt, die sich damit beschäftigen. Wir haben aber auch Bereiche, die eben nicht so sichtbar sind, Insekten, Fische beispielsweise, wo man durchaus ein Auge drauf haben will. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns jetzt mit der Vogelwelt, der Großtrappe. Die ist jetzt wieder so groß, dass man sie dann, wenn sie vorkommt, tatsächlich sieht. Herr Litbalski, Sie haben das Wort. Das Schutzprojekt Großtrappe, aus dem die Ergebnisse stammen, die ich im Folgenden vortragen werde, läuft bereits jetzt in seiner Beschaffenheit mit einer Verbindung von Forschung und Flächenmanagement seit etwa 30 Jahren. Die Art ist vom Aussterben bedroht und ist bei uns hier in Mitteleuropa in Bewohner offener Landschaften, das heißt also Grünland und Ackerbereiche. Bei der ersten Zählung, die wir hier in Deutschland 1939 hatten, zu einer Zeit, als die Art noch weit verbreitet war und in allen Bundesländern auch nachgewiesen wurde, wurden 4.100 Exemplare gezählt. Dann gab es 1996/97 ein Tief von 57 Tieren. Jetzt sind wir bei 236, die sich auf drei Gebiete verteilen. Das Havelländische Luch mit 82, die Belzer Landschaftswiesen und das Fienerbruch mit je 77 Exemplaren. Die Hauptursache für den massiven Bestandsrückgang ist die Intensität in der Landwirtschaft. Die Großtrappe ist, wie viele andere Agrarvögel auch, Bodenbrüter und bei der intensiven Flächenbewirtschaftung kommt es zu sehr hohen Gelege- und Kükenverlusten. Das zweite wäre die Beschaffenheit des Lebensraums, die massive Ausbringung von Bioziden, die ausgedehnten Monokulturen vernichten weiträumig die Biodiversität und damit die Nahrungsgrundlage für die Agrarvogelarten. Das trifft nicht nur für die Großtrappe zu, sondern auch für andere Arten, die auch in dieser Hinsicht schon sehr gut untersucht wurden. Bei der Großtrappe bedeutet es, das Nadelöhr bei diesem Projekt ist eben die Versorgung des Kükens mit entsprechend ausreichendem Futter. Die ersten 14 Lebenstage werden nur Insekten gebraucht. Die Henne sucht das Futter, bringt es zum Küken, verfüttert es. Das Küken läuft in der Regel eben ständig hinter der Henne her, um ständig an der Quelle zu sein. Ein Küken ist das Normale, bei uns zwei eine große Seltenheit. Ist das Küken 10 Tage alt, so wie das Foto hier etwa zeigt, braucht es am Tag 1.000 Insekten als Futter täglich. Das sind Insekten mittlerer Größe, die hier gebraucht werden. Das ist also alles bioenergetisch auch sorgfältig in Labors untersucht worden.
Das heißt also Insekten aus der Gruppe so mittlere Größe, Laufkäfer, Heuschrecken. Alles Kleinere reicht dann schon nicht mehr aus, um den Energieverbrauch zu decken. Aber auch diese Zahl hier ist in einer normalerweise konventionell bewirtschafteten Landwirtschaft von den Großtrappen auf den Agrarflächen nicht zu erbeuten. Unsere Untersuchungen ergeben beispielsweise, dass auf Saatgrasmonokulturen, wie wir sie in ausgedehnten Flächen vor allem zu Beginn unseres Schutzprojektes hatten, dass die mit Kescherfängen, standardisierten Kescherfängen erreichte Arthropoden-Biomasse unter 2 Gramm liegt, wenn man also mit 100 Kescherschlägen hier arbeitet. Bei Standorten, die entsprechend optimiert sind und also artenreiches Dauergrünland widerspiegeln, kommt man auf 10 Gramm und deutlich mehr auch. Das heißt also, es ist ein Quantensprung, ob man diese Intensiv-Hochleistungsgräser, Monokulturen hat oder eine blütenreiche Wiese, die sich natürlich aus der Sicht des Landwirts nicht unbedingt eignet, um 10.000 Liter Milch pro Kuh zu produzieren. Für die Trappe bedeutet das, dass wir auf solchen Grünlandstandorten und auch auf Ackerflächen mindestens ein Futterangebot mit solchen Kescherfängen ermittelt von 4,5 Gramm brauchen. Das heißt also, das meiste Grünland ist völlig ungeeignet und das Gleiche gilt für die Ackerflächen. Auf die komme ich dann auch gleich noch zu sprechen. Unser Management, das 1988 begann mit den ersten 1.000 Hektar Grünland im Havelland und 600 Hektar in den Belzer Landschaftswiesen, geht davon aus, dass wir so eine Monokultur mit mehreren Managementschritten umwandeln können. Da geht es also erstens darum, den Umbruch einzustellen, das heißt also Dauergrünland sich entwickeln zu lassen. Es geht darum, die Düngung einzustellen. Auf Niedermoorböden lässt sich das machen, auf anderen mindestens ein starkes Drosseln der Düngung, um also die floristische Vielfalt zu fördern und nicht bloß den stickstoffliebenden Hochleistungsgräsern den Vorzug zu geben. Und es geht darum, dass wir auf diesen Flächen, wir haben ausschließlich Niedermoorstandorte in den jetzigen Trappengebieten, das Wasser etwas höher halten, um dem Moorschutz gerecht zu werden. Wenn man das so 5, 6, 8 Jahre praktiziert, wird aus diesen Monokulturen ein blühendes Dauergrünland mit den entsprechenden positiven Auswirkungen. Aus dem NSG Havelländisches Luch ein Beispiel, dass also die Effizienzkontrolle über den gesamten Zeitraum von 1979 bis 2008 jetzt hier umfasst. Sie sehen grün die Zunahme der floristischen Vielfalt, hier am Beispiel von Arten der Roten Liste. Sie sehen gelb die Zunahme in der Arthropodenvielfalt, hier am Beispiel einiger Falter. Arten und braun die Zunahme der Arten an Herpeten, die im Rahmen der Extensivierung schrittweise in diese Flächen eingewandert sind. Wenn diese ökologischen Grundlagen stabil sind, so macht sich dann auch das in der Agrarvogelwelt bemerkbar. Die Kleinvogelarten haben größere Siedlungsdichten als woanders und auch anspruchsvolle Arten wie unsere Trappe haben eine Chance, auf diesen Flächen ihre Küken satt zu bekommen. Das Defizit an Nährtieren ist auf Ackerflächen, ich habe hier mal einen Weizenschlag kurz vor der Ernte, die natürlich in der Regel immer als Monokulturen dastehen, besonders kritisch. Wir erreichen hier nie ein Fünftel dessen, was eigentlich die Großtrappe braucht. Und das gilt auch für die anderen Arten, die also Kiebitz und Brachfuhl gehen auch auf Ackerstandorten und sind bereits gut untersucht. Hier lässt sich durch den Stopp des Biozideinsatzes ebenfalls einen Wandel erreichen. Das heißt also, was hier schon gefordert wurde,
eine Ausweitung des Ökolandbaus. Bringt sehr rasch positive Wirkung. Es ist nicht nur äußerlich zu sehen, sondern bei den Arthropodenuntersuchungen, die wir an sehr vielen Standorten inzwischen über Jahrzehnte durchgeführt haben, zeigt sich ganz deutlich, ich nehme jetzt mal die Ergebnisse von Bodenfallen, im Getreide blende ich immer so das Fangergebnis einer Woche ein und für die Ökofläche im gleichen Zeitraum, gleiche Methodik, haben Sie hier also ein Ergebnis, das ist mehr als das 100-fache an Biomasse, was hier auf dem Boden so einer Fläche vorhanden ist. Das heißt also, das Stoppen des Biozideinsatzes bringt also in dieser Hinsicht, was die Biodiversität anlangt, große Fortschritte. Ist kein Ökolandbau möglich. Wir haben das in den drei Einstandsgebieten sehr unterschiedlich, wie Landwirte auf diese Dinge reagieren. Je länger man mit ihnen zusammenarbeitet, umso günstiger geht das. Unser ganzes Schutzprojekt lebt davon, dass wir mit den Landwirten zusammenarbeiten. Eignen sich auch ein Mosaik solcher Streifen. Erinnert so etwas an Blühstreifenprogramme und so weiter, die es ja auch im Rahmen der EU-Förderung gibt. Wir gehen bei unserem Projekt davon aus, dass diese Streifen sich durch Selbstbegrünung entwickeln. Das heißt, man lässt nach der letzten Kultur alles stehen, es wird nichts angesät und so weiter. Die Entwicklung ist sehr dynamisch, sie ist mit standortgerechten Arteninventar und wesentlich höherer Biodiversität, als das Blühstreifen überhaupt bieten können. Und sie sind kostengünstiger. Aus diesem gesamten Management-Vorhaben der letzten Jahrzehnte ergibt sich das mit großflächigem extensiver Grünlandnutzung, einer entsprechend hohen Fruchtartenvielfalt auf dem Acker und vor allem einer deutlichen Senkung der Biozide viel erreicht werden kann, um die Biodiversität in diesen Agrarstandorten zu erhöhen. Diese Erkenntnisse müssen aber in die Schutzgebietsverordnung übernommen werden. In allen Gebieten, die wir haben, die wir betreuen, gibt es für Ackerland beispielsweise in den Schutzgebietsverordnungen, obwohl die NSG für den Schutz der Agrarlandschaftsbiodiversität ausgerichtet sind, keine einzigen Einschränkungen, keine Eckwerte. Der Ökolandbau muss wesentlich stärker gefördert werden. Der Unterschied zwischen den Gewinnen und den Laufzeiten der Verträge bei einem Maisbauern und einem Ökobauern sind so eklatant, dass man nicht erwarten kann, dass ein Landwirt sich großartig für den Einstieg in den Ökolandbau interessiert. Das muss geändert werden. Und wir müssen im Rahmen der EU-Förderprogramme den Grenzwert auf 10% für die ökologisch hochwertigen Agrarstandorte anheben. Dann haben wir gute Aussichten, auch die Biodiversität, Verluste in den Griff zu bekommen. Diese Forderungen müssen möglichst rasch in Angriff genommen werden, deren Umsetzung. Denn wir haben durch den Maisboom infolge des EEG so massive Verluste, die sich also deutlich forciert haben im letzten Jahrzehnt, dass wir also hier rasch handeln müssen. Sie sehen hier die Hektarflächen in den zurückliegenden Jahrzehnten. Wir haben heute auf über 20% unseres Ackerlands diese Maismonokulturen. In den Trappeneinstandsgebieten geht das regelmäßig an die 30%, weil wir ja große freie Flächen haben, wo man so etwas anlegen kann, obwohl schon 15% in solchen Naturschutzgebieten mit ihren Auswirkungen gegen die Vorschriften dieser NSG-Verordnung eigentlich verstoßen. Für den Bestandsrückgang der Großtrappen, um auf diese Art wieder zurückzukommen, sind außerdem neben den landwirtschaftlichen Aspekten natürlich auch der Lebensraumverlust durch den Ausbau der Infrastruktur zu erwähnen. Das ist also etwas, was sehr problematisch ist, vor allem auch deshalb, weil nur knapp die Hälfte der Kernlebensräume, das heißt also der Flächen, auf denen die Trappen auch Eier legen, brüten, Küken aufziehen, nur unter Schutz stehen.
anderen Flächen, die übrigen gut 50% haben, nicht mal einen naturschutzrechtlichen Status. Das ist sehr, sehr problematisch. Und wir haben in den letzten gut zwei Jahrzehnten das Problem der Prädation, auf das ich hier noch abschließend kurz eingehen möchte. Das heißt, die Tatsache, dass Raubwild und Rabenvögel überdurchschnittlich viel Gelege, überdurchschnittlich viel im Vergleich zu dem, was wir in den ersten Jahrzehnten des Schutzprojektes erlebt haben, verursachen diese Verluste. Das heißt, wir haben es hier draußen mit einem starken, mit einer starken Zunahme dieser Raubwildarten zu tun, auch mit einer sehr hohen Bestandszahl bei den Rabenvögeln und den entsprechend hohen Verlusten. Ein Beispiel zeigt uns neben eigenen Untersuchungen, die wir auf den Flächen durchgeführt haben und neben dem Studium der Literatur, wie das also konkret bei uns aussieht. Wieder NSG Havelländisches Luch. Wir haben in den zurückliegenden Jahren in der Regel so um die 20 Großtrappenhennen, die draußen völlig ungeschützt im Freiland brüten. Sie schaffen nicht mehr als maximal 2, in einem Jahr auch mal 4 erwachsene Junge. Eine Zahl, die weit unter dem liegt, was zu einer Bestandserhaltung nötig ist. Dann haben wir aber eine eingezäunte Fläche, die fuchsfrei ist und marderhundfrei ist, wo allerdings Rabenvögel und so weiter rein können und natürlich auch anderes Raubwild. Die Kleinen kommen natürlich durch und die Waschbären klettern oben drüber. In diese Fläche fliegen freiwillig in der Regel so um die 10 Hennen ein. Diese 10 Hennen schaffen 7 bis 10 erwachsene Küken pro Jahr. Deutlich mehr als für die Bestanderhaltung nötig ist. Das heißt also eine sehr positive Entwicklung, ohne dass man irgendetwas anderes, Auswilderungssachen und so weiter, was ja sonst bei der Trappe noch gemacht wird, hier ansetzen muss. Aus den eigenen Untersuchungen und diesen Erkenntnissen heraus sind wir dazu übergegangen, in enger Verbindung mit den Jagdpächtern die Bejagung von Raubwild zu intensivieren. Wir haben die Raubwildjagd als einen Schwerpunkt in das Schutzprojekt aufgenommen. Und weil wir einfach davon überzeugt sind, dass ohne eine effektive Bejagung des Raubwildes die Artenvielfalt im Agrarraum nicht abzusichern ist. Wir sind der Meinung, dass diese Dinge auch in die Schutzgebietsverordnung reingehören, weil damit natürlich bei der Ausarbeitung der Pachtverträge mit den Jagdpächtern ganz anders verhandelt werden kann. Wir haben das gegenwärtig im Havelländischen Luch, sind wir gerade dabei, das zu praktizieren. Und wir sind davon überzeugt, dass diese Dinge auch grundsätzlich im Jagdrecht, bei der Überarbeitung des Jagdrechts beachtet werden müssen und nicht diese Naturschutzaspekte dabei nicht unter den Tisch fallen dürfen. Die Grafik wurde vorhin gezeigt, kann ich mir sparen. Sie zeigt eindeutig, es gibt noch sehr viel zu tun und deshalb möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Litzbalski, ich bedanke mich ganz herzlich für den Vortrag, insbesondere aber auch für Ihr spürbares, persönliches, ehrenamtliches Engagement in dem Zusammenhang. Das ist ja auch wichtig, dass man das herausstellt. Wir brauchen solche Leute, die sich in dem Ausmaß für so spezielle Themen engagieren. Mich hat natürlich insbesondere gefreut, dass Sie die Jagd hier als nicht etwas, was gegen den Naturschutz wirkt, sondern für den Naturschutz wirkt, herausstellen. Wir haben leider Gottes bei den manchen Ländergesetzgebungen ja genau den anderen Trend, nämlich dass man die Bejagung des Fuchses unterbindet, dass man die Fallenjagd unterbindet. Und wenn man dann Ihren fachlich fundierten Vortrag hört, dann merkt man, wie auf einem falschen Dampfer hier bestimmte politische Ideologen an der Stelle sind. Ich würde mir wünschen, dass man diesen Zusammenhang noch stärker herauskehrt. Ja, Sie haben Niedermoor-Standorte angesprochen, dazu jetzt Bürgermeister Konrad mit seinem Vortrag über das Thema Moorschutz. Entschuldigung, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Fachgespräch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen in der kommenden 10 Minuten, Viertelstunde ein Beispiel des schwäbischen Donaumooses darstellen,
welche Auswirkungen der Moorschutz auf die Artenvielfalt als auch den Klimaschutz hat und welche Ergebnisse wir hier vorweisen können. So, wir mal schauen, bis es der Vortrag kommt. Das blaue Moor. Jetzt. Ja, bevor ich darauf eingehe, kurz eine Lageeinweisung. Wo sind wir denn überhaupt geografisch? Das Schwäbische Donaumoos liegt an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern, circa 2 Kilometer von der Autobahnausfahrt A8 in Leipheim entfernt. Leipheim wiederum liegt so ungefähr 20 Kilometer östlich von Ulm. Es ist circa 4.500 Hektar groß und liegt je zur Hälfte auf Baden-Württemberger und bayerischer Seite. Die Donau als größter Fluss fließt circa 1 Kilometer vom Moos entfernt durch Leipheim. Ich erwähne das deshalb, weil die Donau durch ihre Begradigung im 19. Jahrhundert Einfluss auf die Veränderungen im schwäbischen Donaumoos hatte. Wir sehen das deutlich anhand der Aquarelle von topografischen Karten im Donauraum. Die erste Karte zeigt den Verlauf der Donau um 1620. Wir sehen einen wilden Flusslauf mit vielen Mäandern und Kiesinseln, eine differenzierte Verzahnung von Land und Wasser, eine weitgreifende Flusslandschaft bis ins Moor hinein und die Hochwässer wirken sich bis ins Hinterland aus. Die zweite Karte stammt aus dem Jahr 1820, über 200 Jahre quasi, keine Änderung der Situation, lediglich die Kieselinseln werden abgetragen und an anderer Stelle neu aufgetragen, aber sonst ändert sich nichts. Nun, die dritte Karte zeigt die Situation von heute. Die Situation hat sich grundlegend geändert, die Donau wurde begradigt, keine Verzahnung mehr von Land und Wasser, Wasser im Auwald hier nur noch als Kies sehen. Die Verkehrsachsen zerschneiden die Landschaft, also wir sehen hier die Eisenbahnlinie. Viele Tier- und Pflanzenarten konnten sich an diesen extrem schnellen und gravierenden Wandel nicht anpassen und sind ausgestorben oder sehr selten geworden. Daher wurden bestimmte Gebiete bei uns zu Schutzgebieten erklärt, in denen sich einiges der ehemaligen Naturvielfalt erhalten hat. Im Bereich des Leipheimer Mooses, des Langenauer Rieds und des Gundelfinger Mooses haben wir eine Anzahl von Schutzgebieten mit ordentlichen Größen. Das Dunkelbraune, was Sie in der Bildmitte sehen können, ist das Niedermoorgebiet Schwäbisches Donaumoos mit einer Größe von 4.500 Hektar. Die großen Eingriffe in das Moos und die Donaubegradigung, die Trockenlegung mit immer weiter optimierter landwirtschaftlicher Nutzung und Grundwasserentnahme der Landeswasserversorgung zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung resultierten in deutlich sichtbaren Schäden. Es wurden Erosionen festgestellt und eine Absenkung des Moorkörpers um über 1 Meter, große Rissbildungen in den Böden, verschiedene Pflanzen und Tierarten waren nicht mehr vorhanden. Was bis vor kurzem nicht so bekannt war, sind die Auswirkungen im Sinne des Klimaschutzes. Denn durch die Trockenlegung des Moorkörpers kommt der Sauerstoff aus der Luft in die Böden, was zur Zersetzung des Torfbodens führt. Dadurch gelangen große Mengen CO2 und andere klimawirksame Gase in die Atmosphäre. Dieser Gasausstoß belastet die Umwelt massiv. Trockengelegte Moore sind Klimakiller oder andersherum gesagt, funktionierende Moore tragen wesentlich zum Klimaschutz bei. Der gesamte Gasausstoß der Moore in Deutschland betragen 4-7% aller klimawirksamen Gase insgesamt. Dies entspricht in etwa, um mal eine Vorstellung davon zu haben, den jährlichen Emissionen des gesamten deutschen Flugverkehrs und dies auf nur 8% landwirtschaftlichen Nutzflächen. Zur Rettung des Schwäbischen Donaumooses und zur Rettung zahlreicher Tier- und Pflanzenarten wurde im Jahr 1990 die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos gegründet. Sie ist ein Landschaftspflegeverband, der sich neben der Landschaftspflege, die Wiedervernässung des Schwäbischen Donaumooses und die spezielle Anpassung der moorgerechten landwirtschaftlichen Nutzung zum Ziel gesetzt hat. Der Gründung der ARGE ging der Staatsvertrag zwischen Baden-Württemberg und Bayern voraus, mit dem das Land Baden-Württemberg 20 Millionen D-Mark, also umgerechnet ungefähr 10 Millionen Euro, für die Verbesserung des Wasser- und Naturhaushaltes in dem 4.500 Hektar großen Donaumoos zur Verfügung gestellt hat. Heute sind von diesen 10 Millionen ungefähr noch 3,5 Millionen Euro vorhanden. Seit 2011 besteht darüber hinaus die Natur- und Kulturstiftung, die Schwäbisches Donaumoos, die aufgrund einer großzügigen Spende des ehemaligen bayerischen Innenministers Dr. Bruno Marg geschaffen werden konnte. Die ARGE Schwäbisches Donaumoos ist paritätisch zusammengesetzt. So besteht die Vorstandschaft je aus einem Drittel von Vertretern der Landwirtschaft, des Naturschutzes
sowie aus kommunalen Vertretern. Wir haben also den Bayerischen Bauernverband ebenso bei uns wie Vertreter von der Regierung von Schwaben, vom Bezirk, wir haben zwei Landräte und verschiedene Bürgermeister bei uns in der Vorstandschaft. Das in der Satzung festgelegte Hauptziel der Arge Warun ist die Wiedervernässung des schwäbischen Donaumooses. Die Hauptfunktion eines Moores in der Landschaft sind der Klimaschutz, die Artenvielfalt, die Wasserreinigung und der Wasserrückhalt in der Fläche. Um dies zu erreichen, folgte im Jahr 2011, also 20 Jahre nach der Gründung, der Bau einer Wasserleitung, der sogenannten Nauwassereinleitung. Nauwassereinleitung deshalb, weil das Wasser aus einer Nau, einem Bächlein Nau, entnommen wird. Seitdem wird Wasser geregelt in das Moor eingeleitet. Heute können wir sagen, dass die ersten Erfolge sichtbar sind. Wir sehen hier ein Bild des Leipheimer Mooses direkt nach der begonnenen Wiedervernässung. Wollgras und Schwertlilien und wie sich Säcken flächig im Ausbreiten. Im nächsten Bild, also hier, sehen Sie die Entnahmestelle an der Nau. Das ist der grüne Punkt ganz links von der Folie in Baden-Württemberg. Die Leitung ist ca. 3,7 Kilometer lang. Wir haben hier die vier Einleitungsstellen. Von ganz hinten sieht man sie ein bisschen schlecht. Mal schauen mit dem Pointer. Die sind ungefähr hier, hier, hier und hier. Das sind die Einleitungsstellen in das Leipheimer Moos. Und Sie sehen jetzt den Ablauf der Wiedervermessung über 3 Monate hinweg. So haben wir begonnen, im Stand 20.03. und so ging es dann weiter. Das also über 3 Monate hinweg. Kann man ganz gut sehen. Und die Erfolge sehen wir jetzt. Das war also der erste Tag, wo wir die Nauwassereinleitung offiziell in Betrieb genommen haben. Riesenfreude nach 20 Jahren Bemühen. Eine der 4 Wasserauslassstellen. Sieht also wunderbar, wie das Wasser eingeleitet wird dann. Die Großsäcken, die hier wirklich wunderbar wachsen. Und hier der Eindruck aus der offenen Moorzentralfläche. Und die Reste eines Säckenriedes erfreuen sich neuer Vielfalt. Nun, welche Auswirkungen hat der Moorschutz auf den Artenschutz? Ich zeige Ihnen hier eine Auflistung verschiedener Tiergruppen, die im Moor vorhanden sind. Und Sie sehen, dass überall sehr viele rote Listearten mit dabei sind. Dies ist ein Qualitätsmerkmal für unser Moos und doch alarmierend zugleich. Denn auf die rote Liste kommen Arten nur, wenn sie ausgestorben oder gefährdet sind. Gefährdet vor allem dann, wenn sie auf naturnahe und natürliche Lebensräume angewiesen sind und einen hohen Anspruch an die Lebensräume haben, diese aber nicht oder nur noch zum Teil vorfinden. Dass es also bei uns so viele rote Artelisten gibt, ist ein Beweis dafür, dass der Lebensraum noch in vielen Bereichen zumindest naturnah ist. Aber ohne ein funktionierendes Moor wird es irgendwann diese Tierarten im schwäbischen Donaumoos nicht mehr geben. Und deshalb war und ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Und Sie sehen hier naturnahe Lebensräume, wie sie bei uns eben vorzufinden sind. Hier eine offene Moorzentralfläche, ein Grasmeer im Gundelfingermoos, ein Wollgras, die Trollblume und eine Orchidee. Typische Niedermoorbewohner, die von der Wiedervernässung profitieren. Und so die Wildnis direkt vor der Haustüre. Wie hat sich das Moos durch die Wiedervernässung verändert? Und wir konnten in den wenigen Jahren, in denen nun Wasser in das Moor geleitet wird, eine erhebliche positive Veränderung in der Tier- und Pflanzenwelt beobachten. Und so hat sich der Bestand der Bekassinen, dem Wappentier, der Alge Donaumoos und typischen Moorvogel, erholt. Während deutschlandweit die Population zurückging, ist der Bestand im schwäbischen Donaumoos um das Dreifache angestiegen. 2015 wurden im gesamten schwäbischen Donaumoos wieder 43 Brutpaare gezählt. Dies hängt im Wesentlichen mit den Entbuschungsmaßnahmen und der Wiedervernässung zusammen. Rohrwein, Rot- und Schwarzmilane sind wieder ständig sichtbar. Ebenso stieg die Zahl der Störche stark an. Wir konnten eine Zunahme an Wollgras und Orchideen ebenso feststellen wie ein Wandel flächiger Schafschwingelbestände in Säckenriede. Aber Wiesenbrüter ohne Wiesen, wie soll das gehen? Daher spielt die Landwirtschaft bei all den Maßnahmen, die wir betreiben, eine ganz wesentliche Rolle. Es stellt sich die Frage, die moderne, intensive Landwirtschaft in einem Moorgebiet, geht es wirklich und vor allem, wer zahlt die Zeche? Wir sind der Überzeugung, dass die Landwirtschaft in Zukunft mehr Rücksicht auf
die natürlichen Lebensraumstrukturen und zahlreichen Hauptfunktionen der Moore sowie den Arten- und Klimaschutz nehmen muss. Das bedeutet für die Landwirte in Zukunft, dass sie sich auf erschwerte Rahmenbedingungen einstellen und bei dem Ziel, das Moor zu erhalten, mitmachen müssen. Sie sind für die Erhaltung der Moore wichtige Partner. Man muss dabei wissen, dass nur 8% der landwirtschaftlichen Nutzflächen Moore sind. Diese 8% aber sorgen dafür, für 30% der Klimabelastung, die durch die Landwirtschaft erzeugt wird. Wenn wir also diese 8% revitalisieren, haben wir unser landesweites Klimaproblem weitestgehend gelöst und die entscheidenden Schritte für den Artenschutz in den Mooren getan. Also, was muss uns gelingen? Wir müssen die Landwirtschaft dazu bringen, dass Äcker in Grünland umgewandelt werden und dass bestehendes Grünland erhalten bleibt und dass wir wieder mehr naturnahen Lebensraum für die Arten und den Klimaschutz schaffen. Durch die Trockenlegung der Moore haben die Landwirte in der Vergangenheit bis heute bessere Erträge erwirtschaftet. Wenn sie also jetzt in eine Zukunft mit geringeren Erträgen blicken sollen, sich umstellen müssen auf eine extensivere Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen und erschwerte Rahmenbedingungen in Kauf nehmen müssen, müssen sie für diese gesellschaftliche Leistung angemessen honoriert werden. Denn sonst ist keine Bereitschaft vorhanden, die Sanierung des Moores zu unterstützen. Dazu müssen unseres Erachtens nicht einmal neue Geldströme entwickelt, sondern zunächst das vorhandene Finanzpotenzial in der Landwirtschaftsförderung anders verteilt werden. Es muss uns gelingen, den Landwirt als Klimawirt zu gewinnen. Mit einer angemessenen Honorierung und Anerkennung für diese gesellschaftliche Leistung. Ein Moorbauernprogramm, das entsprechende Anreize schafft, wäre zum Beispiel zielführend. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, komme ich zum Schluss. Ich denke, wir können im Kleinen darstellen, dass der von der AGRE eingeschlagene Weg funktioniert. Ich denke, dass man an dem Beispiel des schwäbischen Donaumooses auch sehen konnte, dass Moorschutz, erstklassiger Artenschutz und darüber hinaus notwendiger Klimaschutz für den Menschen, die Artenvielfalt und die Landschaft ist. Und nun die Politik gefordert, dass dies bei uns dauerhaft so bleibt und auch woanders Neues begonnen werden kann. Herzlichen Dank. Ja, lieber Christian Konrad, ich habe befürchtet, dass es nicht ohne Forderungen an die Politik abgeht. War mir klar, ich habe auch gut gefunden, dass du das Thema Landwirtschaft und Moorschutz so zusammenbringst. Also der Landwirt, der arme Energiewirt, Klimawirt, was noch alles. Solange das wirkt wenigstens noch bleibt, sind unsere Landwirte, glaube ich, zufrieden, weil das was mit Wirtschaft zu tun hat. Also den Zusammenhang wollen wir natürlich wahren und das hast du in deinem Antrag, in deinem Vortrag gut miteinander verbunden. Wir würden jetzt hier das Feld räumen und den Platz freimachen, Frau Demer, für die Podiumsdiskussion und ich hoffe, dass Sie dann auch das Publikum ein bisschen einbinden. Das wäre gut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die sich bereit erklärt haben, hier mitzuwirken. Ja, ich tue mein Bestes. Wir haben etwa eine Stunde Zeit, wenn die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer sich vielleicht einfach noch hier neben mir weiter verteilen. Ich bleibe jetzt einfach mal, wo ich bin, mache hier nicht noch mehr Unruhe. Wie Sie sehen, ist es ein Podium mit ganz vielen Akteuren, wie wir ja vorher auch schon eine ganz gute Einführung in die verschiedenen Akteure im Biodiversitätsschutz bekommen haben. Das bedeutet für die praktische Umsetzung dieser Podiumsdiskussion, dass ich jetzt für jeden erstmal nur eine Frage habe und dann Sie gerne bitten möchte, Ihre Fragen vorzubringen, um die Diskussion dann relativ schnell auch abzuschließen, weil so viel Zeit ist es ja einfach nicht. Da der Herr Fischer sich die ganze Zeit jetzt neben mir hier erholen konnte und sich auch nicht umsetzen musste, fange ich ganz einfach mit ihm an. Er war lange Bundestagsabgeordneter, aus der Zeit kennen wir uns auch noch. Afrika. Genau. Er ist schon seit geraumer Zeit, mittlerweile, ich glaube 2011 ist das Datum, Präsident des Jagdverbands. Ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, die Anforderungen, die an Jäger gestellt werden, sind ja und auch die Eigeninteressen sind ja nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir gerade eben gehört haben. Zum einen sehen sich vielleicht Jäger nicht unbedingt als diejenigen, die die Großtrappen schützen, indem sie Füchse jagen. Sie sehen sich auch nicht unbedingt als diejenigen, die ganz viele Rehe schießen, damit die Förster Ruhe haben bei der
natürlichen Sukzession von Wäldern. Sie sind aber mit einer Reihe von Anforderungen da auch konfrontiert. Da würde ich Sie einfach gerne bitten, sich mal einzuordnen. Wo stehen Sie da und was sind Ihre Vorschläge für die Diskussion? Ja, eine ganz kurze Vorbemerkung. In einem einzigen Punkt, Herr Konrad, stimme ich mit Ihnen jetzt nicht überein, nämlich die Forderung an die Politiker. Da können wir immer Forderungen stellen, aber ich habe in diesem Podium festgestellt, dass es bei uns eigentlich kein großes Kenntnisdefizit gibt, sondern es ist eine Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung und die Akzeptanz von Umsetzung ganz bestimmten Maßnahmen. Und da haben wir ein Rieseninteresse, dass das, was hier heute vorgestellt wird, auch in die Bevölkerung hineingetragen wird. Und da gehört dann auch eben dazu, dass Biodiversität, Artenschutz und Naturschutz zwei Seiten einer Medaille sind. Und die Frage ist, was lässt sich diese Gesellschaft dieses kosten? Und wenn wir uns fragen, was lässt sich die Gesellschaft dieses kosten, dann bin ich bei dem Punkt, dass wenn diese Bundesregierung beschließen würde, wir machen statt eines Solidarzuschlages einen Biodiversitätszuschlag von 5%, wie wir das beim Greening haben, dass es dann einen großen Ausschrei in der Bevölkerung gibt, aber wir natürlich keine Akzeptanz schaffen, wenn man eine Berufsgruppe wie die Landwirte, die eine große Verantwortung haben, mit einem Greening belegt und die Ausgleichsmaßnahmen nicht so getroffen werden, dass die Ertragslage sich nicht durch diese Maßnahmen verbessert. Und deshalb kämpfen wir gemeinsam mit den anderen Akteuren hier darum, dass das eine der Grundlagen ist, nämlich damit auch Programme zu schaffen, bei denen das Greening auch Artenschutz fördert, dass eben nicht nur einzelne Ökoinseln geschaffen werden, sondern dass Trittsteine geschaffen werden. Und das, was vorhin zu den Insekten gesagt wird, ich kann das nicht ausreichend beurteilen, welche Folgen die Insektizide und Ähnliches hat, das muss erforscht werden, gar keine Frage. Aber ich weiß eben auch, dass die Flächenänderung seit den 50er Jahren so gravierend ist, dass allein durch die Änderung der Bewirtschaftung, wenn ich dann noch sehe, was gemacht worden ist im Rahmen der Entscheidung zur Energiewende, dann bedeutet das, dass natürlich nicht nur die Preise höher geworden sind, sondern wir eine vollkommene Veränderung haben. Und das betrifft uns Jägerinnen und Jäger. Und deshalb wollen wir da an einem Strang ziehen. Das, was vorhin gesagt wurde zu dem Aufnehmen der Insekten, erleben wir doch bei den Rebhühnern in genau derselben Form und bei vielen anderen Arten auch. Und deshalb brauchen wir diese Vernetzung. Dann der zweite Punkt ist der Dreiklang in der Frage Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, vernünftige Greening-Maßnahmen und dann die ökologischen Vorrangflächen so zu gestalten, dass es keine Zwischenfrüchte wie Grünroggen gibt und ähnliche, die zur Brutzeit geerntet werden. Aber wenn dann andere Formen nicht den Ertrag sichern, muss das auch gemeinsam abgestimmt werden. Und den letzten Punkt, weil Sie ja sagen, ganz eng, das ist für mich im Augenblick der wichtigste. Wir werden Tierschutz, Artenschutz und Artenvielfalt und Naturschutz nur unter ein Dach bringen, wenn wir gemeinsam, und da spreche ich auch ganz ausdrücklich den NABU und die anderen an, wir sind anerkannte, ausgebildete Naturschützer als Jäger. Wir kennen uns in der Landschaft aus und wir wissen, was Prädatorenmanagement bedeutet. Und solange wir in der Landschaft sind und wir erleben, dass eine invasive Art, ich nenne jetzt nur mal den Waschbär, von 3.900 Tieren 1993 bei Bejagung oder Fallwild durch Räude oder durch Straße sich verändert hat auf 22.500 10 Jahre später, trotz Bejagung, trotz Fallenjagd. Und wir im vergangenen Jahr rund 115.000 hatten. Und wir wissen, dass wenn wir naturnahe Wälder, so wie gefordert, mit 5% einrichten, uns gar nichts nützen, wenn sich der Waschbär da ungehindert ausbreitet, weil Höhlenbrüter und ähnliches sind, dann erwarten wir, dass alle Verbände und auch die Politik dann akzeptiert, dass wir als Ausgebildete das Management dort in der Hand behalten müssen, gemeinsam, weil wir nicht wieder dazu kommen wollen, wie die Füchse früher vergast werden oder wie Gänse aus Überpopulationsgründen in Holland vergast werden. Das ist mein heutiger Appell. Lasst uns zusammensetzen, in der Bevölkerung Akzeptanz schaffen. Hier im Bericht steht drin, 95% der Bevölkerung sind für den großen Einsatz gemeinsam verantwortlich für Nachhaltigkeit in der Natur. Ja, da müssen wir Ihnen aber auch beibringen, dass die Nutzung in der Natur auch durch die Spaziergänger, Radfahrer, Mountainbiker, Geocacher auch eine Rolle spielt. Und da ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe, dass wir das gemeinsam machen, ehe wir weitere Forderungen stellen. Danke, Herr Fischer.
Ich würde gerne mit Herrn Neumann fortfahren und ihm die zwei Fragen, die sich aus den Vorträgen im Grunde schon ergeben haben, mit auf den Weg geben wollen. Zum einen haben einige der Vortragenden ja darauf hingewiesen, dass die Ausgleichszahlungen, die aus Brüssel gezahlt werden, in einem stärkeren Maße in Greening fließen sollten aus ihrer Sicht, um eben eine artenreichere Landschaft zu ermöglichen. Auf der anderen Seite hat Herr Fischer ja gerade eben auch schon angedeutet, in der Landwirtschaft ist Greening jetzt nicht gerade das beliebteste aller Themen. Wie geht Ihr Haus damit um und wie wollen Sie sich da in die Diskussion um die Midterm Review einbringen? Das ist so die erste Frage. Und die zweite betrifft den auch schon angesprochenen Mais. Also die starke Ausweisung der Maisflächen durch Biogasanlagen und das EEG. Sie sind, wie ich gelesen habe, auch für die biobasierte Wirtschaft zuständig. Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten, aneinander vorbeizukommen? Also Wirtschaftszweige nicht gleich komplett wieder abzuschaffen, aber möglicherweise eben ein Maß zu finden. Und wie findet man das dann? Ja, vielen Dank, Frau Demer. Ich denke, es ist auch von meinem Vorredner richtig gesagt worden, wir brauchen ein Miteinander. Die Land- und Forstwirtschaft ist wie keine andere Wirtschaftsbereich mit der Umwelt und Landwirtschaft verbunden. Unsere Landwirte, Forstwirtschaft brauchen eine intakte Umwelt als Produktionsgrundlage, eine ausreichende Artenvielfalt. Und ich denke, dieses Miteinander sollten wir auch viel stärker in der Praxis umsetzen. Greening ist mit Sicherheit ein sehr guter Ansatz, dass wir von der Landwirtschaftsseite hier stärker Leistungen an die Gesellschaft bringen. Das ist jetzt im zweiten Jahr, das muss man weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Aber insgesamt ist unsere ganze Förderpolitik sehr auf Ökologie auch ausgerichtet. 30% der ELA-Mittel, die aus Brüssel kommen, gehen in diese Richtung. Wir haben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur viele Fördertatbestände, die zur Verbesserung des Umweltschutzes, des Klimaschutzes eine wichtige Basis bilden. Wir haben aber auch Auswirkungen, die nicht von den Landwirten verursacht werden. Wir haben beispielsweise nach wie vor einen Flächenverbrauch von über 70 Hektar pro Tag. Und da kann man die Landwirtschaft nicht für verantwortlich machen. Ich denke, auch hier muss man dann auch innerhalb der Gesellschaft diskutieren, wer verursacht denn beispielsweise das eine oder andere im Bereich, dass wir einige Ziele nicht erreichen. Und ich glaube, da ist der falsche Weg, dass man eine Berufsgruppe, die insbesondere Verantwortung trägt für Umwelt, für Kulturlandschaften, dass man die stigmatisiert. Und ich glaube, das muss auch ganz klar mal draußen in der Bevölkerung klargemacht werden. Unsere Landwirte arbeiten mit der Natur. Es gibt natürlich auch Fragen, die sind heute Morgen oder heute Nachmittag diskutiert worden, dass man die biologische Vielfalt vielleicht noch anders mit anderen Instrumenten verbessern kann. Das muss man auch, denke ich, offen diskutieren. Eine Frage ist natürlich immer, ist die Förderpolitik, die in erster Linie eine Kompensation vorsieht, ausreichend oder müssen wir nicht stärker Anreize setzen? Also derjenige, der Leistungen an die Gesellschaft bringt, noch stärker das honoriert bekommt. Man muss natürlich auch sehen, Landwirte, gerade in der Europäischen Union, stehen in einem Wettbewerb. Das heißt, je höher die Standards sind, die wir in Deutschland haben, umso mehr Wettbewerbsnachteile hat der Landwirt. Und das müssen wir ganz einfach auch dann offen diskutieren, wie wir damit umgehen. Es macht wenig Sinn, wenn wir hohe Standards hier haben und dadurch eine Produktionsverlagerung ins benachbarte Ausland erfolgt. Ich glaube, das sind auch Punkte, die offen diskutiert werden müssen. Und ich glaube, wir haben auch von den Vorrednern gehört, es gibt hier gute Instrumente, beispielsweise den Vertragsnaturschutz. Etwas, was sehr gut auch vor Ort, glaube ich, auch funktioniert. Aber Herr Nüssen hat es auf der anderen Seite auch richtig gesagt. Wir müssen das Eigentum schützen. Das heißt also, wenn Auflagen kommen, müssen die auch dem Landwirt dann oder auch dem Forstwirt dann dementsprechend auch
kompensiert werden. Ich glaube, diese Diskussion, noch mehr Naturschutz, noch mehr Umweltschutz, die müssen wir natürlich uns in der Öffentlichkeit stellen, aber man muss auch immer dann wissen, wie das umgesetzt wird. Vielen Dank. Sie haben zwar meine Frage nicht beantwortet, aber ansonsten war es interessant. Aber das ist ja öfter so in solchen Diskussionen. Da kommen wir doch wieder hin. Mit Folge und alles, das können wir auch Mais, also ich denke. Ich würde gerne mit Elsa Nickel fortsetzen. Sie ist die Leiterin Naturschutz im Umweltministerium. Im kommenden Jahr hat die Biodiversitätsstrategie ihr 10-jähriges. Bisher kann man sie, glaube ich, noch nicht als durchschlagend erfolgreich sehen, wenn man sich angehört hat, was Ihr Kollege aus dem Bundesamt für Naturschutz zum Artenreport gesagt hat. Wo sehen Sie Ansatzpunkte, wie Sie weitergehen können, Frau Nickel? Vielen Dank, Frau Dehmer. Herzlichen Dank. Ich will versuchen, das zu beantworten. Die Naturschutzstrategie war vielleicht nicht durchschlagend, weil die Trends in vielen Bereichen, die nach unten gehen, wo die Kurven nach unten gehen, beim Mannigfaltigkeitsverlust in unserer Landschaft, bei den Arten, in unseren Lebensformen, noch nicht so gestoppt ist oder gar umgekehrt ist, wie wir das wünschen. Zieljahr ist ja 2020 für viele von den Maßnahmen, die wir da drin haben. Aber sie ist nicht völlig erfolglos. Wir haben Erfolge in vielen Bereichen, die wir zeigen können, die auch in dem Bericht, den wir regelmäßig auch ans Parlament geben, in dem Indikatorenbericht alle 2 Jahre dargestellt werden. Sie zeigen aber, dass es noch viel zu tun gibt in Bereichen, die heute trefflich analysiert worden sind. Die Analyse heute trifft genau ins Schwarze. Die zeigt auch das, was wir berichtet haben im Indikatorenbericht, wo noch Luft nach oben ist oder wo dringender Handlungsbedarf ist. Ich bin aber auch froh zu hören, dass es hier nicht darum geht, irgendwo Schuldzuweisungen zu machen oder böse Buben auszumachen oder mit dem Finger auf Berufsgruppen zu zeigen, sondern dass wir heute hier gemeinsam Abhilfe suchen wollen. Wir haben analysiert, was an der Biodiversitätsstrategie, die ja aus sehr vielen Maßnahmen, sehr vielen Themenbereichen besteht, sehr breit aufgestellt ist, was wir rauskristallisieren müssten, um möglichst schnell sichtbare, wirksame Erfolge zu kriegen bis 2020. Und das Ergebnis dieser Arbeit, ich habe es vorher schon hochgehalten, ist die Naturschutzoffensive 2020. Da steht für Sie alle, die die Biodiversitätsstrategie kennen, nichts Neues drin, sondern das ist ein Kondensat, was an erster Priorität getan werden müsste, um möglichst schnell Erfolge zu zeigen. Ich habe 2 Exemplare dabei, die vergebe ich nachher gerne. Herr Vorsitzender Nüßlein, Sie haben es vorher angesprochen, da stehen vielleicht Dinge sehr verkürzt drin und die Gelegenheit, das richtig zu kommunizieren, möchte ich gerne nutzen, weil ich glaube, alles, was ich vorher ausgeführt habe, würde ich genauso unterschreiben. Wir müssen alle mitnehmen. Wir haben heute den Landwirtschaftsbereich, es steht viel zu Gewässern, es steht viel auch zu Wäldern, zu internationalen, zu Mooren, Auen, aber heute ist mal der Landwirtschaftsbereich da drin. Und was wir machen müssen, muss sich am Ende für die Landwirtschaft rentieren. Also das haben Sie gesagt, das unterstreiche ich. Und der wichtigste Punkt wird sein, wie wir diesen Mannigfaltigkeitsverlust aufhalten. Herr Wolf hat das ja in seiner Analyse trefflich gezeigt. Wie wir gemeinsam Abhilfe schaffen, sodass alle was davon haben. Und das Zauberwort heißt in der Tat kooperativ miteinander. Herr Neumann sagt das genauso. Und ich glaube, die Landwirte haben in den Naturschützern, mit den Naturschützern, den Amtlichen und Ehrenamtlichen, die besten Partner, die sie sich vorstellen können, weil wir mit ihnen darum kämpfen, die landwirtschaftlichen Flächen zu erhalten, den Flächenverbrauch so klein zu halten wie möglich, weil wir mit ihnen dafür kämpfen, Mittel in die ländliche Entwicklung zu schaffen. Herr Neumann hat es gesagt, bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz arbeiten wir dran, mehr auch für die ländliche Entwicklung da rauszuholen, noch mehr als bisher, weil wir uns sehr dafür einsetzen, dass die Förderung für die Landwirtschaft, das, was die dunkelgrünen Maßnahmen sind, die wir heute schon angesprochen haben, dass die erhalten bleibt. Und die kann nur erhalten bleiben, wenn sie gesellschaftlich legitimiert ist, wenn die Gesellschaft sieht, dass hier Werte geschaffen werden,
öffentliche Werte, für die öffentliches Geld ausgegeben wird. Und das machen wir zum Beispiel mit Vertragsnaturschutz. Das machen wir zum Beispiel mit so schönen Projekten, die der Herr Bürgermeister vorgestellt hat, Chance Natur, Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Da gehen jährlich 15 Millionen in Projekte, die zum größten Teil direkt an Landwirte gehen, für schönen Vertragsnaturschutz, um Moore zu erhalten, um Grünland zu erhalten. Und ich denke, die Zusammenarbeit lohnt sich. Unser Ziel, und da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, um genau diese Trendumkehr zu machen, ist nicht nur weiter wie bisher. Wir müssen mehr machen als weiter wie bisher. Das heißt, wir müssen nicht nur Ertragsausfall kompensieren bei der Förderung, sondern wir müssen zusätzliche Anreize schaffen über das hinaus, damit es sich rentiert und lohnt. Und da muss einfach der Grips reingesetzt werden, wie man das klug hinkriegt, um nicht in WTO-Schwierigkeiten zu kommen, sondern dass das wirklich auch dahin kommt, wo es hinkommt, nämlich in die bäuerliche Landwirtschaft, die wir gemeinsam erhalten wollen. Und wenn der Landwirt ein Klimawirt ist, wie Sie sich das vorstellen, das gehört mir sehr gut, dann ist er automatisch Biodiversitätswirt. Danke. Ich würde gerne mit Hartmut Schwarze weitergehen. Er ist Leiter der Abteilung Naturschutz, Klima, Emissions- und Strahlenschutz. Das sind aber viele Abteilungen im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Sie haben wie viele Länder, wie andere Länder auch, quasi die beiden Interessen und Interessengegensätze im eigenen Haus. Wo sehen Sie Möglichkeiten, da Ausgleich zu schaffen? Und wo haben Sie möglicherweise auch schon was besonders Erfolgreiches entwickelt, was Sie sich im Bund auch vorstellen könnten oder eben in anderen Regionen Deutschlands? Ja, vielen Dank. Die Analyse trifft auch für Sachsen zu, die heute hier das Bundesamt für Naturschutz vorgestellt hat. Bei dem Thema Landwirtschaft ging mir die Diskussion jetzt etwas einseitig, weil es vor allen Dingen um die Intensivstandorte geht. Ich komme aus einer Region, wo mehr als ein Drittel Mittelgebirgslandschaft ist und wo wir leider den umgedrehten Trend haben. Das heißt, wir haben immer mehr, vor allen Dingen Naturschutz, sehr wertvolle Flächen im Grünlandbereich, wo es sich schlicht und einfach nicht mehr rechnet an der Stelle. Und deswegen möchte ich auch dort das mal beleuchten. Wie stellen wir uns auf, um die Ziele, die wir gemeinsam haben, dort zu erreichen? Das wichtigste Instrument, Herr Neumann ist auch schon gesagt, ist zweifellos die Förderung, die uns im ländlichen Raum von der EU zur Verfügung stellt. Die versuchen wir intensiv zu nutzen. Wie machen wir das? Wir haben jetzt in der neuen Förderperiode umgestellt auf sogenannte erfolgshonorierte Förderung im Grünlandbereich. Wenn ich bestimmte Arten habe, dann bekomme ich einen bestimmten Betrag. Es war, sagt sich so einfach hier, aber das war für viele Nutzer ein Stück weit auch eine Revolution und aber auch ein neuer Weg, weil Landwirte sich jetzt noch intensiver mit einzelnen Arten von dem Portfolio von 40 aus ihrer Region beschäftigen, wo wir da, denke ich, gut auf dem Weg sind. Aber dieses Programm deckt eben nicht die sogenannte Spitze in dem Dreieck, wie wir sagen, der besonderen Verantwortungsarten ab. Hier sind wir auf Einzelmaßnahmen angewiesen. Deshalb möchte ich an der Stelle sagen, dass die Programme des Bundes gerade in den Naturschutz-Großprojekte für uns sehr, sehr wichtig sind. Und dort wiederum als Partner auch die Landschaftspflegeverbände, wo wir eine spezielle Stellung in dem Sächsischen Naturschutzgesetz dafür auch für die Biotoppflege und andere Maßnahmen eingebaut haben, damit dort Naturschützer, Landwirte, Bürgermeister und nicht zuletzt auch die touristische Entwicklung in der Region angenommen wird. Beispielsweise, Frau Nickel weiß das, Osterzgebirge ist da ein Erfolgsmodell, wo wir jetzt dieses Programm auch fortsetzen können und inzwischen von auch Landwirten dadurch eine Zukunft gegeben haben. Zum Thema Intensivlandwirtschaftsvorzugsstandorte. Dort ist in der Tat der schwierigste Bereich, das Thema Bodenbrüder und andere ist hier genannt worden. Hier gehen wir den Weg, dass wir zum Beispiel gesagt haben, diejenigen, die am Agrarumweltprogramm bei uns, also wir haben in der Fläche ein Agrarumwelt- und Naturschutzprogramm, Landwirte und Naturschützer in einem Programm gebündelt. Jetzt in der zweiten Förderperiode denke ich auch, dass das erfolgreich ist. Und dort beispielsweise das Thema Feldlärche fiel heute auch mehr, da sagen, wenn ein Landwirt ab einer bestimmten Ackergröße, also wenn er 80% Ackerfläche hat, muss er, um an einem der Programmpunkte teilzunehmen, auf mindestens 5 Hektar speziell feldlärchengerecht, also Feldlärchenfenster oder Feldlärchenstreifen anlegen. Das ist ein neues Experiment, was wir gehen. Und da, Herr Neumann, kommen wir natürlich
das Thema ist nicht nur oder immer ausschließlich die Höhe des Geldes, sondern die Frage, wie kriege ich das hin mit einer EU-gerechten Umsetzung einerseits und der Höhe der bürokratischen Hürden, die damit verbunden sind. Also wir haben immer wieder Gespräche mit Landwirten, die sagen, klar, machen wir das für euch, aber wenn ihr dann, wir als Umwelt- und Landwirtschaftsministerium mit unserer Prüfbehörde 3 Wochen später kommt und sagt, die Nassstelle für die Feldlerche an der Stelle muss aber nach einem halben Jahr wieder so hergerichtet werden, dass sie den Normen der EU für die gute fachliche Praxis entspricht, dann gibt es ein echtes Problem. Und das würden wir uns wünschen mit Blick auf 2020 und danach, dass auch gerade in der ELA-Verordnung und dass wir dort andere Voraussetzungen haben. Da passt für mich die EU-Politik nicht zusammen. Einerseits Biodiversstrategie 2020 und dann müssen Sie sehr genau in unserem Hauptinstrument schauen, bis Sie das Wort Biodiversität und Naturschutz dort finden an der Stelle. Lassen Sie mir noch einen Punkt zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ich will immer wieder alle mitnehmen. Das beschäftigt uns täglich. Wir haben Naturschutzakademie und viele andere. Aber ich denke, im Naturschutz, das darf ich aus den verschiedenen Verantwortungen sagen, Luftreinhaltung in den 90er Jahren, Waldsterben, kein Thema, die Bevölkerung stand voll dahinter, hier muss was passieren. Gewässerreinhaltung, das Gleiche. Ich denke, im Klimaschutz haben wir in Deutschland auch den Stand erreicht, dass jeder merkt, die Änderungen sind da, wir müssen alle gemeinsam was tun. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Geburtstagsrunde ist, was den Feldhamster als Beispiel betrifft. Eine Verantwortungsart bei der EU, aus der EU, die auch in Sachsen vorkommt. Und wenn Sie jetzt den Städter fragen, Feldhamster ganz gut und schön, den kann ich mir auch in der Zoohandlung kaufen, was falsch ist, weil das nicht der Hamster ist. Warum soll ich mich dafür einsetzen? Und hier ist, denke ich, eine Herausforderung für uns alle, dass in unserer Gesellschaft sind nun mal die Themen auch im hohen Maße medial wiedergespiegelt, wie wir dort den Naturschutz nicht als Verhinderer, sondern als Grund, nicht als Verhinderer für Projekte, wo es ja in Sachsen durchaus auch Beispiele gibt, wahrnehmen, sondern den Naturschutz als wichtige Grundlage für die Zukunft. In dem Falle, was den Feldhamster betrifft, haben wir das über einen Vertragsnaturschutz, über konkrete Verträge versucht mit den Landwirten, oder wir haben es dort gehen dort den Weg in der Region, dass beispielsweise in regionalen Bauernversammlungen dieses Thema sicher auch oftmals kontrovers diskutiert und wo man dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen will. Und gerade zu dem Thema Mitnahme für alle für den Naturschutz, das erwarte ich mir noch eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Ich würde dann gerne Diana Pretzell fragen. Sie ist Leiterin Naturschutz beim WWF Deutschland. Bei den Naturschutzprojekten, die der WWF umsetzt, ist natürlich genau das Zusammenspiel, die Kooperation mit den Partnern, vor allem auch den landwirtschaftlichen Partnern, immer ein großes Thema. Haben Sie einen für sich gangbaren Weg gefunden, wo Sie sagen, das hat bisher fast immer funktioniert? Nun, viele Schlüssel sind ja heute schon genannt. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass wir auch hier sein können, hier als WWF. Ich möchte doch ein paar Sachen sagen. Wir haben ganz gute Beispiele bekommen eigentlich für Artenschutzprojekte heute. Wir haben viel Schönes gesehen. Wir selber als WWF arbeiten übrigens auch sehr gerne mit den Jägern zusammen, zum Beispiel im Luchsprojekt im Pfälzerwald. Wir wissen, dass der Artenschutz nur gemeinsam gehen kann. Trotz allem möchte ich an dieser Stelle sehr klar sagen, wir haben viele Erfolge erreicht im Artenschutz, auch im Naturschutz. Und trotzdem stehen wir an einem Punkt, der Artenschutzbericht zeigt es deutlich, an dem wir ein bisschen die Schulter zucken und sagen, wir haben ganz vieles auch nicht erreicht und nach wie vor haben wir einen Abwärtstrend, einen sehr deutlichen. Das heißt, wir müssen richtig an die Ursachen heran und das ist uns trotz vieler guter Projekte bisher noch nicht so gelungen, wie wir es bräuchten. Wir haben eine wundervolle Biodiversitätsstrategie und Sie haben auch eine Umsetzungsoffensive auf den Weg gebracht. Trotzdem steht die Umsetzung noch am Anfang. Und ich glaube, da müssen wir noch viel stärker hin. Wir müssen mit den Ländern da noch viel stärker zusammenarbeiten. Wir brauchen dafür Gelder. Es gab irgendjemand, der vorhin gesagt hat, die Finanzen sind ausreichend. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass die Finanzinstrumente in Teilen auch verändert werden müssen, auf mehr Gemeinschaftlichkeit hin ausgerichtet werden und diese Ziele nochmal wirklich deutlich überdacht werden müssen. Es kam jetzt vorhin auch der Midterm Review auf der EU-Ebene. Da müssen wir ganz sicher anfangen, denn
natürlich ist die Förderung seitens der EU ein wesentlicher Schlüssel, da wir auch den meisten Artenverlust natürlich auf den landwirtschaftlichen Flächen haben. Wir haben es vorhin, ich war noch nicht dabei, aber ich kenne den Artenschutzreport, von daher denke ich, dass das auch genannt worden ist an der Stelle. Das heißt, wir werden hier gemeinsam nochmal genau schauen müssen, wo die Schrauben sind, an denen wir drehen müssen. Wir müssen das auch tun bei der Wasserrahmenrichtlinie. Ich weiß nicht, ob die heute schon sehr genau genannt worden ist. Es gab ja das Auenschutzprojekt, was vorgestellt wurde. Aber auch dort haben wir die Situation, wir haben eine sehr gute Richtlinie. Aber die Ausnahmen sind die Regel, wenn es um den Naturschutz geht. Auch das ist ein Thema, das wir angehen müssen. Und somit mahne ich eigentlich mehr und bringe hier, wenn wir den auf das Tableau, dass wenn wir den Artenschutz langfristig sichern wollen in Deutschland gemeinsam, haben wir noch einen weiten Weg. Und der sieht sehr viel Umsetzung vor, kommunal auf der Länderebene, natürlich auch in Kooperation mit den Landwirten, mit den Umweltverbänden, mit den Jägern etc. Und der wird uns noch einiges auch an Diskussion kosten. Vielen Dank. Klaus-Peter Schulze ist Berichterstatter für Artenschutz im Umweltausschuss und hier einer auch der Mitveranstalter. Sie haben jetzt einige Forderungen an Sie, an die Politik, an die Regierungspolitik gehört. Gibt es eine, von der Sie sagen, das ist jetzt mal eine super Forderung, die wollen wir jetzt umsetzen? Oder gibt es Punkte, wo Sie sagen, da habe ich jetzt was gehört, da können wir Politik draus entwickeln? Ja, schönen Dank, Frau Dehmer. Fangen wir mal mit dem Letzteren an. Ich glaube, die Vorträge, die wir heute gehört haben, haben ja sehr deutlich gemacht, dass wir, was die Analyse betrifft, sicherlich noch eine ganze Reihe von Aufgaben in der Zukunft haben. Also das, was hier von Herrn Thumbrink dargestellt wurde, beziehungsweise heute in Vertretung, aber ich kannte ja schon den Vortrag, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, die von Ehrenamtlern gemacht wurde. Und hier, denke ich, sollten wir ein Monitoring aufbauen in den verschiedenen Landschaftsräumen, die wir in Deutschland haben, und solche langfristigen Programme, um dann mal zu sehen, wie entwickelt sich das weiter. Das kann nicht alles nur im ehrenamtlichen Sektor abgefangen werden. Hier ist die Gesellschaft gefordert. Letztendlich kann man das über Doktoranden, über Diplomanten, Masterarbeiten mit abfangen. Also das ist, denke ich, eine Aufgabe und wir sind gerade dabei, vielleicht einen Antrag auf den Weg zu bringen, wenn der Koalitionspartner mitstreitet und mitmacht, das dort einzuschreiben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und das haben wir auch sehr deutlich gesehen, die Praxisbeispiele, die vom Dr. Lisbarski kamen, beziehungsweise von einem Bürgermeister, also wir sind ja sozusagen beide ehemalige Kollegen. Ich habe das auch mal gemacht, ein paar Jahre. Ach nee, der sitzt jetzt, wo sitzt der, Herr Konrad? Da vorne sitzt er inzwischen. Hallo, Herr Konrad. Da sieht man doch, dass man mit guten Dingen in der Praxis was machen kann. Ich habe hier eine interessante Studie von einer großen Agrargenossenschaft Hinsdorf, das ist zwischen Halle und Dessau, wo im Zusammenwirken mit der BASF über viele Jahre hinweg Untersuchungen gemacht wurden, auch ein großer Landwirtschaftsbetrieb, wo man also auch die eine oder andere Fläche mit zur Verfügung stellen kann. Gute Ergebnisse, das sind alles Dinge, die man mitbringen muss. Und dann brauchen wir natürlich auch Maßnahmen. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht, was uns unsere Umweltministerin letztens mitteilen musste. Es liegt nicht in ihrer Verantwortung, dass wir bei dem Thema Kompensationsverordnung nicht weiterkommen, weil in den Ländern da nicht so ein großes Interesse ist. Und mit dieser Kompensationsverordnung, wenn man die wirklich auf den Weg bringen könnte, könnte man auf die Dinge, die Herr Neumann angesprochen hat, doppelter Flächenentzug bei der Landwirtschaft ist ein Thema, das könnte man abfangen. Man könnte für bestimmte Maßnahmen im Naturschutz mehr Geld akquirieren. Da, glaube ich, ist ein Ansatzpunkt, wo vielleicht auch auf der Länderebene nochmal überlegt werden sollte, ob nicht das, was der Bund hier oder in dem Fall das Bundesumweltministerium bringt, dass das in der Zukunft doch noch umgesetzt werden kann. Das sind Punkte, die meiner Meinung nach Abarbeit sind, ob man das in dieser Wahlperiode bis nächstes Jahr im September noch schafft.
Aber es ist ja ein langfristiges Programm, was man in die nächste Wahlperiode mit reinbringen muss. Und dann müssen wir uns auch über solche kleinen Dinge unterhalten. Da hat der Fischer angesprochen. Waschbären, hier laufen in Deutschland mittlerweile mehr als 500.000 Waschbären rum. Wenn das so weitergeht, dann möchte ich mal einen Gewässerökologen fragen, was er in einigen Jahren noch in den Gewässern findet. Also in Brandenburg haben wir ein ernstzunehmendes Problem mit der Erhaltung des Bestandes der Sumpfschildkröte. Das ist ja das einzige Bundesland, wo die noch vorkommt. Und wenn das so weitergeht, wird es in einigen Jahren keine mehr geben. Da können wir Artenschutzprogramme machen, wie wir wollen. Und hier muss die Fallenjagd beispielsweise wieder genehmigt werden, denn ich kann nicht einem Jäger von einem Jäger verlangen, mit der Waffe versuchen, Waschbären zu bejagen. Das ist vielleicht punktuell möglich, aber das bringt keine Wirkung. Der nächste Punkt und ein anderer Punkt ist, wir sollten auch überlegen, wenn wir grundlegende Dinge, Veränderungen vornehmen, zum Beispiel eine Energiewende, welche Auswirkungen das hat. Also meine erste Maßnahme hier, als ich im Oktober 2013 im Bundestag eingezogen bin, da habe ich dann mitbekommen, dass wir einen wissenschaftlichen Dienst hatten, den kann man ja mal das eine oder andere befragen. Und die erste Anfrage dort war die, ich wollte mal wissen, bevor das EEG auf den Weg gebracht wurde, 2000, welche wissenschaftlichen Untersuchungen zu der zu erwartenden Landschaftsveränderung denn gemacht wurden im Vorfeld, bevor das Gesetz aufgeschrieben wurde. Und da gab es eine kurze Antwort, es sind keine Untersuchungen gemacht worden, es ist so auf dem Weg gebracht. Das sind meiner Meinung nach Dinge, Vermeisung der Landschaft ist angesprochen worden, Flächenänderung, wenn ich mir die Kurve von Herrn Thunbrick angucke, wir haben seit der Jahrtausendwende bis jetzt dramatische Veränderungen und ein Grund sind die Änderung der Flächennutzung. Wir haben kaum noch Stilllegungsflächen, die sind fast weg. Und wir haben die Großflächenanbau von Mais, Raps und so weiter. Und das führt alles dazu, dass wir eine Artenverarmung haben. Und da müssen wir gegensteuern. So, jetzt sind Sie dran. Eine Wortmeldung habe ich schon, der Herr neben Frau Dött. Sie können auch, Herr Schindler, Sie können gleich loslegen. Und ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Also wer was sagen will, möge sich... Für was rede ich jetzt? Als Abgeordneter oder als betroffener Bauer und Winzer oder als Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz? Aber vorneweg ein Kompliment, ich will gar nicht so lange hier bleiben. Man hat ja so viele Termine, ich habe zwei abgecancelt und bin dankbar, dass ich mir jetzt die zwei Stunden selbst genommen habe, auch zur tieferen Erkenntnis der, die nicht so denken wie ich als Bauer. Ich bitte aber bei folgenden Problempunkten auch etwas um Verständnis. Einmal die Frage, meine Nachbarin sagt, FFH-Richtlinie für nächste EU-Agrarreform, im besonderen übertriebenen Schutz bestimmter Vögel oder Standorte bis zum Grünlandumbruch hat ja andere Konsequenzen draußen. Nicht, dass ich dies reformieren will, aber EU-Richtlinie, liebe Freunde, liebe Gäste, Grünlandumbruch, ich sage Ihnen ein Beispiel, Flurbereinigung im Weinberg an der Deutschen Weinstraße. Mein Nachbar überließ aus Gutmütigkeit seinem Freund einen Acker im Weinbergsgelände, kommt jetzt in die Flurbereinigung und der Freund hat ein Pferd darauf gestillt, seit 9 Jahren. Jetzt ist das eine selbstbegrünte Fläche. Er muss diese Fläche in die Flurbereinigung wohl mit einbringen, die liegt auch noch verquert, also es muss umgedreht werden, dann wird es neu wieder angelegt, so ist der jetzige Stand. Und er ist im Weinbergsgelände, hat aus Freundschaft dies überlassen, der sagt, ich verschenke und verpachte nie mehr so ein Land aus Gutmütigkeit, egal zu welcher Nutzung, weil er nach der Flurbereinigung im Weinbergsgelände diese Grünfläche wiederbringen muss oder er muss als Ersatz, und das ist jetzt ein Rentner mit 65, 66 Jahren, der versteht die Welt nicht. Wir müssen ja als Kammer oder Bauernverbände in der Erhaltung, und jetzt sage ich bei dem Vergleich, Weinbergsgelände 9 bis 10 Euro pro Quadratmeter Wert.
Grünland bei uns 50 Cent, das will ja in der Regel keiner. Und jetzt heißt im Artikel des Grundgesetzes bei Ausgleich entsprechende Vergütung. Also diesen Musterprozess wird dieser Jurist in Pension vielleicht führen. Nur da will ich darauf hinweisen, das sind dann so Extreme, wo die Landbewirtschafter bis zu den Eigentümern, anderer Fall, Verpächter in Brasilien, 5 Hektar Ackerland einem Freund von mir gegeben, der hat jetzt mitgelesen, wo in Sao Paulo, da ist irgendwas mit Grünlandumbruch, der hat seinem Pächter gesagt, wenn du in diesem Jahr 2016 die 5 Hektar, die ich dir überlassen habe, ich habe es gesehen auf Google Earth, das ist derzeit Grünland und in 2016 kein Umbruch, dann ist das ewig Grünland und dann nehme ich dich in Haftung. Und dann ist man gezwungen, einen 5-jährigen Rhythmus zu beachten und dies sind Vorschriften, das versteht der praktische Landwirt nicht mehr. Der Brasilianer in Anführungszeichen versteht es auch nicht. Und so ein letzter Punkt, Artenschutz. Wir haben alte Kirschbäume in einer Flurbereinigung oder egal wo, wenn die Rinde dann anfängt zu verrotten und der Baum steht noch, den machen Sie landschaftspflegerisch nicht weg. Sie kriegen eine Anzeige, die hat sich gewaschen. Wie wollen Sie da umstrukturieren oder gutwillige Maßnahmen draußen da bei aller berechtigten Interessenslage oder nebendran, bei mir in der Nachbarschaft, übrigens Pfälzer Wald, 400 Meter von mir weg, Lux, Frau Rätsel, liegt mir sehr nahe, ich liebe ja selbst auch Katze und nicht nur Hunde, aber dann erleben Sie eine Weihnachts-Christbaumanlage im Ertrag der Gärtner, 2200 Quadratmeter, und da waren noch 4 Christbäume übrig, die waren ihm zu groß. Da hat dann ein Vogel genistet, diese Christbäume sind jetzt bei einer Flurbereinigung heilig. Leute, der versteht die Welt nicht. Und 200 Meter, man kann hinwerfen, ist dann bestehender Pfälzerwald. Ich will damit ja nur zum Ausdruck bringen, was heißt es in der Konsequenz, wenn der so riede bleibt. Also nochmal, mir hat das alles gut getan. Auch ihr, Herr Litzbarski, sehr gut gefallen. Als praktizierender Landwirt, man überlässt ja auch gern so einen Baum irgendwo stehen und pflegt ihn und fährt mit Großmaschinen trotzdem drumherum. Nur, welche Konsequenzen hat es bei diesen harten Konsequenzen der Vorschriften? Da sagt ein aktiver Bauer, bevor mir da ein Biotop sich entwickelt, dann räume ich das ab, dann kommt mir kein Grünland mehr in den Anbau, obwohl wir in der Politik durchgesetzt haben, ob Grünland oder Ackerbau, alle haben den gleichen hohen Prämienberechtigungsanspruch. Guter Zug bis jetzt gewesen. Aber wenn dies zu einer stillen Enteignung führt oder im Vergleich gutes Ackerland, und dann höre ich auf, Untenheim bei Mainz, 95 Bodenpunkte, eine der besten Gemarkungen in Rheinland-Pfalz, 16, 17 Hektar Pferdeweide. Da gab es im letzten Winter so einen Streit, weil Eigentümer dann die Bauern verpflichteten und die Pferdenutzer, wenn du mir das nicht räumst, nächstes Jahr ist das geschütztes Grünland, dann habe ich einen Wert von 60, 70 Cent pro Quadratmeter und sonst von 3 oder 5 Euro und es ist auf ewig festgeschrieben. Da versteht der Praktiker, der freiwillig sowas der Natur überlassen hat, die Welt nicht mehr. Wollte es nur mal beispielhaft aufmachen, nicht, dass wir uns dagegen wehren. Man hat ja immer mit der Bereitstellung auch von Gelände und zu tun. Nur auch die Vermeisung. Also was man da im Moor gesehen hat, ich habe da auch Bauchweh gehabt, aber wir hatten die Förderung damals so hoch gesetzt bei der Biogasproduktion und 23 Cent Kilowatt Einspeisung. Heute Abend ist ein Empfang oder wieder ein parlamentarischer, da soll man auch hin und soll für die Fortentwicklung sein Gehör zur Verfügung stellen, wie man bestimmte Privilegien schützt. Dann ist man auf einer ganz anderen Wellenlänge, weil wir auch die Vermeisung politisch gefördert, ich frage gar nicht mehr nach den Mehrheiten, auch Verzerrungen bekommen haben, was des Guten zu viel war. Also man hätte schon ein paar Bedenken zu machen. Trotzdem, ich bin wirklich dankbar, dass ich mir auch selbst die Zeit bei dieser guten Information genommen habe. Danke. Ich würde jetzt die 4 Wortmeldungen, die ich habe, hintereinander weg aufrufen und dann gucken wir, wer was beantworten kann oder auf was noch eingehen möchte. Dann haben Sie das Wort.
Mein Name ist Thomas Brückmann, BUND. Ich bin beim BUND verantwortlich für Biodiversität und Pestizide. Danke für die Einladung. Meine erste Anmerkung zu Herrn Neumann. Herr Neumann, es ist einfach mehr Ehrlichkeit seitens des Bundeslandwirtschaftsministeriums angebracht. Auf 80% der landwirtschaftlich genutzten Fläche und 50% unserer genutzten Fläche ist landwirtschaftliche Fläche, wird nicht naturschutzgerecht gewirtschaftet. Und gute fachliche Praxis hat nichts mit naturschutzgerechter Produktion zu tun. Das sagen die Landwirte auch, da gehört mehr Ehrlichkeit dazu. Und ich komme dann kurz darauf ins Insektensterben, was wesentlich mit Insektiziden zu tun hat. Der Pestizideinsatz ist um 30% in den letzten 10 Jahren gestiegen, ist erheblich, ist einfach Irrsinn, was draußen in der Landschaft gespritzt wird. Das nationale Aktionsprogramm zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist ein zahnloser Tiger. Die Umweltverbände sind ausgestiegen, schon vor einigen Jahren. Ich hoffe, dass das vom Umweltbundesamt vorgelegte 5-Punkte-Programm zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden jetzt mehr einschlägt. Und ja, ich sage einfach mehr Ehrlichkeit, dann kann man auch besser analysieren. Und wie es draußen in der Agrarlandschaft aussieht, in einigen, insbesondere in den Flächenländern in Brandenburg, also in den Flächenlandwirtschaftsländern in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg, da hören Sie nicht mehr die Feldlärche singen. So viel Pestizide werden gespritzt, es werden Insekten getötet, aber es werden auch durch die Totalherbizide die gesamten Ackerunkräuter, der Lebensraum von Insekten weggenommen, ist einfach keine Nahrung mehr da. Die direkten Auswirkungen von Pestiziden sind nicht so hoch, die indirekten sind höher. Thema Insektensterben. Henk Tennekes, der holländische Toxikologe, hat ja schon 2011 gewarnt, hat schon diese Zählmethoden, die jetzt hier so halbwissenschaftlich genannt sind, Scheinwerfer mitgenannt. Also da gibt es schon richtig wissenschaftliche Studien, wo man Scheinwerferscheiben mit Rastern versehen hat und auch dieses Insektensterben, was hier jetzt so gut dokumentiert ist, auch schon in anderen Ländern lange dokumentiert. Und ich denke, in den letzten 10 Jahren, wo das Insektensterben ganz stark war, gab es weniger Flächenveränderung, die sind schon eher passiert. Ich denke, wir sollen ganz, ganz intensiv darauf achten, auf den Einsatz der Neonicotinoide. Es gab hier die Anhörung im Bundestag. Leider waren keine Neonicotinoidforscher da. Es waren Agrar- und Biodiversitätsforscher da. Deshalb waren die Antworten auch nicht so zielgenau wie zu Neonicotinoiden. Wir empfehlen, und wir haben es über andere Fraktionen im Bundestag schon an die Politiker herangebracht, demnächst eine Anhörung zu Neonicotinoiden hier zu machen im Bundestag, um in der Thematik weiterzukommen. Die guten Neonicotinoid-Forscher sitzen insbesondere in Frankreich, Bonmarton, Thierry, in England, Stirling, die auch dieses Teilverbot von 3 Neonicotinoiden mit herbeigeführt haben. Aber auch Professor Menzel in Berlin, der Bienenforscher, hat sehr, sehr viel an Neonicotinoiden geforscht. Und ich denke, wir müssen es dringend auf das Tablett bringen, weil Neonicotinoide werden in ganz, ganz kleinen Dosen eingesetzt. Sie sind mit einer Methodik, die heute verwendet wird, teilweise gar nicht nachweisbar. Professor Lies hat für Wasser so ein Biomonitoring-Programm aufgestellt, wo man ohne die genauen Nachweise in Gewässern Ansatzmomente entwickeln kann, wann Neonicotine da sein könnten. Und nochmal zur Gefahr von Neonicotinoiden. Die 3 jetzt ausgesetzten Neonicotinoide für bienengefährliche Kulturen sind ungefähr 8000 Mal gefährlicher für die Honigbiene, 8000 Mal als DDT. Also ich habe Angst vor DDT. Und das sind Nervengifte und das sind toxikologisch bestätigte Daten. Und eine letzte Anmerkung zu Herrn Schwarze. Ich finde es gut, dass Sie die Feldlärche mit in AK-Umweltprogramme als Indikator aufgenommen haben, aber die Schwelle ist mir zu niedrig. Ne? Das ist einfach zu gering. Ne? Wenn die Feldlärche schon nicht mehr da ist, da steht es in der Landschaft total schlecht. Danke. Danke. Dann würde ich gerne den jungen Herrn mit dem grauen Anzug, genau. Mein Name ist Volker Humes. Ich komme vom Verband der Zoologischen Gärten. Wir sind neu in Berlin. Wir repräsentieren 68 Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also alle großen Zoos sind dabei. Es sind viele Themen angesprochen worden. Was nicht angesprochen wurde, ist die Bildung. Wie bringen wir junge Menschen gerade wieder dazu, sich für Biodiversität und für Artenschutz zu engagieren? In diese 68 Zoos oder in die Zoos in Deutschland gehen 33 Millionen Menschen. Wir stehen natürlich für Biodiversitätsschutz, für Artenschutz. Durch unsere Zooschulen gehen 700.000 Kinder und Erwachsene pro Jahr. Und ich denke, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, dass wir die Bildung nicht vergessen.
Zoos leisten auch einen großen Beitrag zum Artenschutz per se, auch in Deutschland, durch Zucht und Wiederauswilderung von Moorente beispielsweise, europäische Nerze, Bartgeier oder Waldraps. Vielen Dank. Dann habe ich noch zwei Meldungen. Zum einen den Herrn mit der grünen Krawatte. Ja, mein Name ist Kees de Vries, ich bin Mitglied in der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin auch dankbar, dass ich hier bin. Also gab sehr viel interessante Informationen, die auch ein gleiches Problem Landwirt zum Nachdenken ansetzt. Ich bin ein etwas anderer Landwirt, bewirtschaftet 1300 Hektar, habe 1700 Rinder, bin wohl Massentierhalter. Aber darum geht es hier nicht. Wenn ich dann höre, dass die Naturschützer der beste Partner der Landwirte sind, und ich glaube, das sollten die sein und auch andersum, aber dass dann beargumentiert wird mit, wir schützen eure Flächen und wir bringen Mittel in den ländlichen Raum, dann ist das, hört sich das sehr schön an. Aber wenn ich dann an der anderen Seite höre, die Forderung eine Neuordnung der Naturschutzgebiete, dann bin ich bei Norbert Schindler. Ich durfte als Kreisbauverbandsvorsitzender das Entstehen ein Naturschutzgebiet bei uns begleiten, hatte heftige Bedenken, habe mich überzeugen lassen, dass es alles nicht so schlimm ist. Wir wirtschaften in diesem Naturschutzgebiet, es ist auch nicht so schlimm. Der entscheidende Punkt war, es wird nicht schlimmer. Und heute heißt es mal eben, wir müssen die Verordnungen der Naturschutzgebiete neu ordnen. Und dann wird mir Angst und Bange, wenn Sie das machen. Dann haben sie die Zusammenarbeit endgültig zerstört. Dann ist das Vertrauen der Landwirtschaft komplett weg. Das kann nicht sein. Wir können gerne über neue Maßnahmen denken, aber nicht auf eine bestehende Ordnung einfach mal erschweren. Ich möchte noch ein Beispiel, Norbert hat auch so etwas gesagt, wir hatten, glaube ich, oder haben immer noch eine Baumschutzordnung. Ein Baum, Durchschnitt 10 cm, muss ich beantragen, wenn ich ihn absägen darf. Wissen Sie, ich bin 25 Jahre in Deutschland jetzt. Ich habe noch nie einen Baum gepflanzt. Bin doch bescheuert. Ich weiß nicht, ob er in 10 Jahren mir vor die Füße steht. Das müssen Sie bei allen Maßnahmen, die Sie ausführen und bedenken wollen, auch mal mitnehmen. Danke. Und dann sind Sie noch dran. Mein Name ist Kretschmer. Ich komme aus Brandenburg hier, Landesumweltamt, zuständig dort für Regionalentwicklung und Großschutzgebiete. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Lösung gibt für die hohen Probleme, die wir im Artenschutz gerade in der Agrarlandschaft haben, indem, ich sage es mal ganz einfach, die Förderung für den Ökolandbau wesentlich verbessert wird. Das ist meiner Ansicht nach die entscheidende Stellschraube, die für Landwirte eine Möglichkeit darstellt, dass sie damit keine Nachteile haben, vielleicht sogar Vorteile viele, dass das für das Eigentum keinen Nachteil hat. Und wir wissen, in Brandenburg haben wir zum Beispiel im Biosphärenrat Schorfheide-Kurin inzwischen 40% der gesamten Fläche, der gesamten landwirtschaftlichen Flächen sind ökologisch bewirtschaftet. Dort werden inzwischen große Betriebe sind dort tätig mit über 2000 Hektar Fläche. Wir haben hervorragenden Absatz nach Berlin. Und wir haben auf diesen ökologisch bewirtschafteten Flächen, zum Beispiel bei Feldhasen, eine Anzahl von 5 bis 10 Tieren pro 100 Hektar, auf den normalen Flächen nur noch 1 bis 2. Wir können schließlich fortsetzen bei Feldlerchen, die 3- bis 4-fach höheren Bestand als auf normal bewirtschafteten, bei Schmetterlingen den 5-fach höheren und so weiter. Gibt es inzwischen sehr gute Untersuchungen. Und ich denke, der ökologische Landbau wäre eine echte Alternative, weil er eben mit 2 entscheidenden Faktoren verbunden ist, die uns das Leben so schwer machen im Artenschutz. Kein mineralischer Stickstoffeintrag mehr. Aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, der mir im Übrigen beim Vortrag aus dem BFN völlig gefehlt hat, verstehe ich überhaupt gar nicht. Und zweitens, keine Pestizide mehr. Dann spreche ich das an, was hier gesagt wurde mit den Neonicotinoiden. Die Neonicotinoide und einige andere Mittel sind ein ganz großer Killer und sind wahrscheinlich die Ursache für das dramatische Insektensterben, was wir hier eben von Herrn Tumprick gehört haben. Also ich denke, dass dieser Punkt, mehr Schwerpunkt ökologischer Landbau, hilft den Landwirten, weil sie langfristig auch dort bessere Absätze haben werden. Berlin importiert inzwischen ganz viel aus Polen, Rumänien und so weiter, weil wir sie mit ökologischen Produkten hier gerade in Berlin nicht ausreichend versorgen können.
Mein Plädoyer deshalb an die CDU-Fraktion, ich bin dankbar, dass Sie das heute hier machen, stärken Sie die Kollegen, die ohnehin schon für ökologischen Landbau in Ihrer Fraktion sind, und helfen Sie uns allen, dass wir eine gesündere Umwelt bekommen für Mensch und Natur. Danke. So, wir haben jetzt noch 7 Minuten. Bis Frau Dött ihr Schlusswort halten wird. Sie dürfen ihr also auch gerne noch was übrig lassen. Ich würde jetzt einfach alle bitten, bei Herrn Schwarze angefangen, sich einen Aspekt rauszunehmen und relativ knapp nochmal Stellung zu nehmen zu dem, was eben gesagt worden ist, und dann einfach der Reihe nach durch. Ich nehme das raus, was der Kollege dort von der Landwirtschaft hinsichtlich der Frage Schutzgebietsausweisung da hat. Nochmal ein Beispiel, ein sehr sensibles Thema. Eine Erfolgsart bei uns ist der sogenannte Elbe-Biber, der sich selber wieder ausbreitet, da die Flüsse sauberer sind. Und der Kollege Biber wartet natürlich nicht, bis er entsprechend Bescheid unter Naturschutzbehörde kommt, sondern der geht voran. Und wie haben wir hier die Konflikte, die zweifelsfrei mit der Landwirtschaft bestehen, nämlich von teilweise übernästen oder überschwemmten Gebieten gelöst? Wir haben eine landesweites Bibermanagement eingesetzt mit einer Kollegin, die den ehrenamtlichen Naturschutz dort speziell anleitet und ausbildet, um dann, und da sind wir wieder beim Ausgangsthema, miteinander reden, damit der Landwirt, wenn er merkt, oh, in meinem Gebiet ist ein Problem, die große Hemmschwelle, die zweifellos an vielen Stellen noch da ist, sich mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde zusammensetzt und dort sagt, wie können wir das lösen? Einerseits, damit der Biber weiter Lebensraum hat, weil er sich den nämlich selber sucht und nicht wie in anderen Ländern sich wieder umsetzen lässt, vielleicht in Schutzgebiet, und Landwirtschaft trotzdem weiter vorankommt. Vielleicht nur so viel dazu, wie man das miteinander an einem konkreten Beispiel gestalten kann, wo wir hier mit der Ausbreitung des Elbe-Bibers, denke ich, hinsichtlich Biodiversität bei einer Art gut vorankommen. Danke. Dankeschön, dann gehe ich gerne auf das Thema an, was Herr Schindler angesprochen hat, die Vermeisung. Ich bin dankbar, dass Sie hier angesprochen haben im Zusammenhang mit dem Biomasseanbau, weil das illustriert sehr schön, dass niemand jetzt in diesem Fall den Mais anbaut, um den Kiebitz platt zu machen oder die Trappen platt zu machen, sondern das wird angebaut, weil es den größten finanziellen Anreiz hat. Das haben Sie sehr schön dargestellt. Das hat einfach, war attraktiver finanzmäßig, und das kann man niemandem verübeln, dass man das wählt, wenn es die Möglichkeit gibt. Also müssen wir gucken, dass diese Bewirtschaftungsweisen den Anreiz kriegen, den finanziellen, bei denen auch der Kiebitz weiter überleben kann und der Bläuling und die Wicke. Und das ist, was Frau Pretzel vorher schon sagte, wir müssen die Finanzierungsinstrumente so neu ausrichten, dass es sich eben lohnt, diese Wahl zu treffen. Und es illustriert aber zum anderen, dass wir auch, ich möchte es trotzdem hochhalten, Partner sind der Landwirte, weil auch wir sehen, dass dieser Deckel von 2,5 Millionen Hektar, den wir inzwischen in Deutschland haben für den Anbau von erneuerbaren Energien, dass das wirklich die Spitze des Eisbergs ist, dass das das Ende der Fahnenstange ist, falsches Bild, Ende der Fahnenstange, dass es top ist. Mehr darf nicht sein, und deswegen haben wir auch gesagt, erneuerbare Energienanbau muss biodiversitätsverträglich sein. 2,5 Millionen Hektar ist jetzt wirklich mehr als genug, mehr darf es nicht sein. Und in Zukunft soll die Biomasse überwiegend aus Rest- und Abfallstoffen bedient werden. Und deswegen darf keine Flächenkonkurrenz entstehen, denn die Flächenkonkurrenz, diese Massen gehen dem Nahrungs- und dem Futtermittelanbau verloren. Das ist weg, die Flächen sind weg für Nahrungs- und Futtermittelanbau, für die Landwirtschaft. Und das ist viel, viel mehr als durch die vermeintliche den doppelten Flächenverbrauch durch Kompensation verbraucht wird. 2,5 Millionen Hektar, da müssen Sie viel kompensieren, bis das zusammen ist. Also ich denke, das ist eine Stellschraube, die bringt uns energetisch nicht viel. Die macht den Kiebitz platt, ich sage das jetzt mal sehr verkürzt. Und wir müssen gucken, dass wir mit unseren Finanzierungsinstrumenten so kommen, dass die Anreize in die Richtung gehen, dass eben Biodiversität auch erhalten bleiben kann. Technik muss man auch noch beherrschen. Gut, ich möchte noch mal an meinen Punkt, wir müssen an die Ursachen und wir müssen an die Umsetzung. Ich möchte Sie da sehr klar unterstützen. Ich glaube, zwei Punkte sind da schon extrem wichtig. Das ist der Stickstoffeintrag und das sind die Pestizide. Ich gebe Ihnen recht, wir müssen das mit dem Ökolandbau machen. Ich glaube sogar, wir müssen darüber hinausgehen und unsere Finanzierungsinstrumente an dieser Stelle mit den Landwirten gemeinsam, auch mit den konventionellen, da komme ich an Sie heran, mit den konventionellen gemeinsam so ausrichten, dass das attraktiv wird.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich bin voll der Meinung, dass wir auch unsere Gesundheit schützen müssen und das tun wir, wenn wir weniger Stickstoffeintrag und weniger Pestizide ausbringen natürlich. Aber ich glaube, Sie haben das anders gemeint, das glaube ich auch, aber ich habe es möglicherweise nicht verstanden. Aber ich möchte trotzdem an Ihrer Stelle auf Ihr Plädoyer nochmal hin und sagen, ich glaube, viele Landwirte können Naturschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit als Chance begreifen und da müssen wir hin, gemeinsam. Das wäre mein Plädoyer. Ich möchte mal auf das, was Kollege Kiste-Fries angesprochen hat, eingehen und ein Beispiel bringen. Ich bin ja als Berichterstatter auch ein bisschen für unseren Haushaltsplan zuständig und da steht irgendwo eine größere Summe drin zur Renaturierung der Havelniederung, wo sich der Bund beteiligt. Das ist ja ein ziemlich großes Projekt, was dort abläuft. Ich habe mir das also im Sommer mal sehr genau angeguckt und erklären lassen. Und da ist der Zustand eingetreten, dass jetzt Landnutzer an den Projektträger herantreten und sagen, warum werden unsere Flächen nicht noch mit in das Projekt einbezogen, warum wird das nicht gemacht? Das ist das Ergebnis eines guten Kommunikationsprozesses. Und das ist manchmal, was aus meiner Sicht beim Naturschutz fehlt, dass man zu wenig miteinander redet, da muss man mehr machen. Und ich kenne ja Dr. Lisparski schon ein paar Jahre länger und ich weiß, dass er viele, viele Stunden mit den Landwirten auch schon zu DDR-Zeiten diskutiert hat, um dieses Großtrappenprojekt umzusetzen, sonst wären die Ergebnisse nicht so, wie sie jetzt sind. Also es gäbe dann keine natürliche Reproduktion in Deutschland mehr, wenn das nicht gelaufen wäre. Also muss miteinander reden und dann auch Verständnis zueinander haben und auch die Belange des anderen eingehen. Noch eine kurze Bemerkung zur Bildung, Herr Hommes. Ich denke, da werden Sie jetzt künftig zumindest in Brandenburg und in Baden-Württemberg viel zu tun bekommen, denn die beiden Bundesländer wollen ja den Biologieunterricht abschaffen und da müssen Sie dann dafür einsteigen. Ja, ich nehme das Argument Ökolandbau gerne auf. Das ist für uns auch ein Schwerpunkt. Deshalb haben wir auch im Rahmen der GAK sowohl die Umstellungs- als auch Erhaltprämie um 25% erhöht. Das müssen natürlich dann auch die Länder umsetzen. Und ich glaube, das Weitere ist wichtig, dass dann auch diese Landwirte an weiteren Agrarumweltmaßnahmen teilnehmen können, um dann auch dementsprechend gute Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Der zweite Punkt, Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Ich nehme das sehr ernst, was Sie gesagt haben. Wir haben in Deutschland eine sehr wissensbasierte, strenge Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Es sind mehrere Behörden hier zuständig, unter anderem zwei unabhängige Risikobewertungsbehörden, UBA und BFR. Und diese Bedenken, die da auch dann einfließen, werden natürlich auch unabhängig von der Politik berücksichtigt. Aber ich glaube, wie gesagt, das wird auch für uns immer wieder eine Herausforderung sein. Deshalb ist es etwas schade, dass die NGOs im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmitteln ausgestiegen sind. Und hier werbe ich dafür, dass wir vielleicht da doch nochmal einen Weg zusammenfinden. 380.000 ausgebildete, ehrenamtliche Profi-Naturschützer. Und deshalb machen wir auch ein Wildmonitoring, das hier heute keine Rolle gespielt hat, aber das, auf das sich auch das BFR beruft, auf das sich die Wissenschaft beruft, seit 15 Jahren bundesweit. Über 20 Arten, immer verschiedene Arten, aber immer im Abstand von 2 bis 3 Jahren kommt die Art wieder vor. Das ist in 27.000 Revieren gemacht und knapp 50% der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Fläche. Das heißt, wir argumentieren in der Auseinandersetzung mit der Politik wissensbasiert und praxisorientiert. Und die Jagd und Artenschutz und Artenvielfalt hat verloren, wenn ideologisch diskutiert wird, wie wir es in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg in Bezug auf die Fallenjagd erlebt haben. Der zweite Punkt ist, es steht in diesem Bericht drin, dass es ein Glücksempfinden gibt, auch für Kinder. Wir wissen, dass Wald statt Ritalin bei Kindern hilft. Das ist unzweifelhaft bewiesen. Und das heißt, das ist eines der Projekte, das wir gerade im Jugendarbeit auch machen. Wir haben den Lernort Natur seit 25 Jahren. Weit über 100.000 Kinder kommen dort jedes Jahr zu den rollenden Waldschulen und in die Reviere und werden informiert in Kindergärten und Ähnlichem. Und das heißt, das sind Projekte, die wir fortsetzen, weil Sie angesprochen haben, wie Herr Hommes, mit jungen Leuten. Und dafür bilden wir extra DJV-Naturpädagogen aus.
Letzter Punkt von meiner Seite ist eine Diskussion, die derzeit geführt wird zu den jachtbaren Arten. Wir sind gerne bereit, auch zusätzliche jachtbare Arten aufzunehmen. Denn jachtbare Arten heißt nicht, dass sie geschossen werden, sondern jachtbare Arten können auch ganzjährig Schonzeit haben, aber damit haben wir die Möglichkeit, unsere Mittel der Jachtabgabe auch dort für Forschungszwecke und Ähnliches einzusetzen. Und das wäre uns wichtig, dass man über diesen Punkt nachwirkt, weil wir den ganzheitlichen Ansatz haben. Artenvielfalt, Artenschutz, Naturschutz ist für uns Grundbedingung der Jägerinnen und Jäger. Vielen Dank. Wir haben es beinahe in der Zeit geschafft. Ich will von meiner Seite nur quasi zwei Sätze quasi zusammenfassend sagen. Ich denke, dass diese Diskussion der ganze Nachmittag gezeigt hat, dass es erstens sehr viele Akteure und sehr viele Schauplätze sind, an denen Biodiversitätsschutz stattfindet. Und dass es zum Teil nicht ganz einfach ist, Interessenausgleiche zu finden. Frau Pretzell hat und auch Frau Nickel haben sehr stark gemacht, dass man die quasi wirtschaftlichen Kräfte anders lenken muss, wenn man möchte, dass man da dauerhaft Erfolg hat. Das ist ein Thema, mit dem Sie sich, Herr Neumann, sicherlich auch beschäftigen. Ich denke, das ist auch ein Thema, wo CDU, CSU vielleicht eine Rolle hat. Das werden wir jetzt gleich noch hören von Frau Dött. Wollen wir beide Plätze tauschen oder wollen Sie von dort aus? Mit Herrn Schulz tauschen Sie, okay. Dann Frau Dött. Also wir sind am Ende angelangt. Erst einmal herzlichen Dank an alle Podiumsteilnehmer für die kompetenten Beiträge und herzlichen Dank natürlich auch an das Publikum für das Interesse. Wir sind hier im Fraktionsvorstandsraum. Hier tagen wir montagnachmittags und gerade um diese Themen geht es ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Und wenn es darum geht, dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass wir da sehr aus den unterschiedlichsten Interessen heraus diskutieren, um dann zu einem Ende zu kommen. Aber ich bin sehr, sehr gerne und sehr lange ja auch schon Unionsmitglied und bin da auch eingetreten, weil wir eben nicht nur ein besonderes Menschenbild haben, sondern weil es uns auch um die Bewahrung der Schöpfung geht. Und zwar schon viel, viel länger, als sich andere Parteien dafür interessiert haben und sich nur auf so etwas spezialisiert haben oder man zumindest den Eindruck bekommen könnte. Deswegen finde ich es auch besonders schön, dass wir das hier heute in unserem Fraktionssaal machen. Auch wenn wir im Verhältnis, wenn wir jetzt also über Klima diskutieren würden oder über erneuerbaren Energien diskutieren würden, was ja alles in meiner Fachkompetenz hier politisch liegt, dann müssen wir immer den großen Fraktionssaal nehmen, dann können wir nicht den Vorstandssaal nehmen, weil dann so viele da sind und so viele Interessen da sind, weil da natürlich auch jede Menge Geld drin steckt. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber wenn wir nicht diese verschiedensten Interessen zusammenbinden, haben wir keine Chance. Und Frau Dr. Nickel weiß ganz genau oder so, dass ich auch immer diejenige war, die gesagt hat, Biodiversität wollen wir diskutieren, wollen wir machen, wollen wir diskutieren. Und zwar parallel zu anderen, weil andere Themen immer so vordringlich erschienen. Und deswegen bin ich besonders dankbar, dass wir diesen großartigen Biodiversitätsbericht eben auch bekommen haben und dass das BfN ganz besonders Obacht auch darauf hat, dass das da weitergeht. Denn ohne Biodiversität und ohne Artenschutz kommen wir nicht weiter. Und dann ist unser Anspruch Bewahrung der Schöpfung eben einfach auch nicht gegeben. Es ist aber wichtig, den Finger in die Wunden zu legen. Und wir haben heute ja schon einige Wunden gehört. Und es ist auch aber auf der anderen Seite wichtig, Erfolge zu benennen. Und mir geht es immer so, wenn ich etwas Positives höre, dann bin ich motiviert, da auch weiterzumachen, noch einen draufzulegen. Und deswegen, also ich weiß, dass man alles Mögliche beklagen kann, aber wir haben ein bisschen was auch schon erreicht. Und alleine schon, dass wir im Ausschuss beantragt haben, dass wir uns über Bienen und Insekten unterhalten haben, ist ja schon mal auch ein Schritt. Denn es ist ja eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir diese Sachen überhaupt thematisieren. Denn wenn wir hier über Umweltbildung insgesamt und speziell also über Bildung im Bereich von Arten
von Biodiversität reden, dann ist es ja wichtig, dass wir überhaupt einfach mal diese Informationen kriegen und die in den Fokus stellen, anstatt uns über das großartige Ziel oder großartige Ziel, ja Klimaziele zu erreichen, zu unterhalten. Also mich motiviert wesentlich mehr, wenn ich Erfolge benennen kann für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben. Aber wir haben natürlich zukünftige Aufgaben und da sind hier einige gekommen und das ist wesentlich und wir sollten also auch wirklich im Gespräch bleiben und vielleicht in Abständen Runden zusammenstellen, wo man sich austauscht, wie kriegt man denn gemeinsam was hin, denn das ist ja hier auch eindeutig rausgekommen oder so, dass wenn man sich darüber unterhält, mein Vater hat immer gesagt, leben und leben lassen, also dass man miteinander zu einer Zielsetzung kommt. Wichtig war uns für das heutige Mal, dass wir Beispiele aufzeigen, wo sich auch mit Engagement und Ausdauer, denn das ist in diesem Bereich ganz besonders gefragt, Erfolge nicht nur möglich sind, sondern auch erreicht wurden. Und Ihr Moorbeispiel ist ja ganz wunderbar und wie Sie das aufgezeigt haben, die ganz alten Bilder und wie sich das über die Jahrhunderte dann letztendlich entwickelt haben, das zeigt aber auch, wie viel Zeit man braucht. Natur schafft eine ganze Menge, wenn man nicht eingreift, das haben Sie gesagt oder so, dass wenn man also diese Seitenstreifen ein bisschen breiter nimmt und das sich selbst überlässt, dann ist es in relativ kurzen Jahren oder so, ist die Grundlage wieder geschaffen. Aber einige Sachen brauchen eben einfach länger und Tiere brauchen eben insgesamt länger, um sich wieder anzusiedeln und rückzuentwickeln. Und deshalb auch Dank hier an dieser Stelle an alle täglichen, die das tägliche Engagement vor Ort zeigen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass die NABU über ganz Deutschland verteilt ist und die Vögel zählt. Also ich finde das ganz, ganz wunderbar, dass man dadurch einen Überblick kriegt. Dass der BUND den Finger ständig in die Wunden legt, mir manchmal auf den Keks geht, aber es ist einfach ganz wichtig, dass es sie gibt oder so mit dem besonderen ehrenamtlichen Engagement. Also bei aller Freude, aber über das Gelungene dürfen wir erhebliche Probleme nicht aus dem Auge verlieren. Der Artenschutzbericht des BFN, vielen Dank dafür, zeigt, wie dringend auch Handlungsbedarf ist und hat ja auch einige Vorschläge gemacht, wo wir genau gucken müssen oder so, wie kriegt man da etwas auch umgelegt, also nicht nur einen Hebel in der Finanzierung umgelegt, aber wie kriegt man aus entsprechenden Finanzierungstöpfen die Priorisierung oder die Schwerpunkte vielleicht anders gelegt, sodass wir da ein bisschen weiterkommen. Ich weiß, es ist ein ganz, ganz langer Weg und für jeden einzelnen dieser kleinen Schritte brauchen wir immer eine Mehrheit. Und das heißt also, wir brauchen auch die grundlegende Bildung, dass man diese Mehrheiten denn letztendlich schaffen kann, diese Einsicht, dass man das schaffen muss. Wir haben also eine nationale, innerhalb der Bundesregierung abgestimmte Biodiversitätsstrategie und das ist ja nicht eine Sache, die nur aus dem Umweltministerium kommt, sondern das ist eine Biodiversitätsstrategie, wo das ganze Kabinett dahinter steht, was insgesamt verabschiedet worden ist. Also auch die Landwirte, auch die Wirtschaft, auch die Finanzer insgesamt gesehen. Und das darf man nicht vergessen, das darf man nicht nur in eine Schublade, sondern das war ein gewaltiger Schritt, dass die gesamte Regierung dahinter steht. Es geht da nicht nur um Schutzgebiete, die sind von zentraler Bedeutung, aber Biodiversitätsschutz muss in der Fläche stattfinden, auch da, wo es Nutzungskonflikte gibt oder vielleicht sogar gerade da muss man besonders eben hingucken. Und egal ob Energiewirte, Landwirte, die Frage der Landnutzung ist für Arten- und Biotopschutz von entscheidender Bedeutung, egal ob Straße oder Schiene oder Stromleitung, die Zersteinung der Landschaft schadet insgesamt, das wissen wir auch. Auch wenn die Stromleitung für die Weiterleitung von Ökostrom gebaut wird, also da haben wir sogar innerhalb der Umweltszene, sage ich jetzt mal, welche, die da konträr gegeneinander stehen. Die Freileitungsbefürworter, die sagen, das ist also für den Artenschutz wesentlich günstiger, als wenn wir die Erdkabel machen. Aber es sieht natürlich blöde aus, sagen dann die Landschaftsschützer. Also wir haben ständig irgendwelche Diskussionen, wo wir einen gemeinsamen Kompromiss finden müssen. Und die Landwirte haben da auch noch immer mitzureden. Diese Nutzungskonflikte lösen wir nicht mit einem Entweder-Oder. Gerade im Bereich der Zusammenarbeit von Naturschutz und Landwirtschaft zeigt sich, dass es Wege der Zusammenarbeit gibt. Und dafür ist allerdings genauso Verständnis für die betriebswirtschaftlichen Grenzen für landwirtschaftliche notwendig wie auf der anderen Seite der Wille der Landwirte, etwas für den Naturschutz zu tun. Also ich kenne
ich will sagen kaum einen, keinen kann ich nicht sagen, aber kaum einen Landwirt, und ich kenne wirklich wahnsinnig viele, weil ich da ja über Jahre auch mit reden muss in den unterschiedlichsten Bereichen, der nicht gerne etwas will, aber er sagt mir, ich brauche die Existenz für meinen Hof, für meine Nachkommen, für meinen Familienbetrieb. Die Großlandwirte lasse ich jetzt mal außen vor, die können nämlich das wesentlich leichter umsetzen als die Familienbetriebe, und da muss es eben unterm Strich nachher stimmen, und darüber müssen wir nachdenken, denn es geht immer nur in dieser, im Zieldreieck Ökonomie, Ökologie, Sozialem, also den Menschen auch letztendlich im Blick haben. Nicht viel anderes verhält sich das beim Ausbau der Infrastruktur. Gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft zum Kompromiss sind die Grundlage für erfolgreichen Naturschutz. Und Kompromisse sind ganz, ganz häufig möglich, denn es geht vor allem darum, wie die Flächennutzung erfolgt. Nicht, ob sie erfolgt, sondern wie sie erfolgt. Welche Art von Landwirtschaft wird betrieben? Welche Trasse für die Straße oder Stromleitung nutze ich? Kann ich die vielleicht doppelt oder nutzen oder an dieselbe Trasse nochmal oder so, um nicht wieder eine neue Trasse zu legen, weil es jemandem gerade in den Kopf kommt? Es ist also ein politischer Rahmen erforderlich, der einen Nachteilsausgleich oder zumindest Anreize für biodiversitätsverträgliches Verhalten, meine Güte, in ganz unterschiedlichen Situationen zu unterstützen. Das gibt es ja heute auch schon bereits. Georg Nüßlein hat das Greening angesprochen bei den Mitteln für die Landwirte. Aber es gibt auch sozusagen versteckte Möglichkeiten. Nehmen wir den Straßenbau. Trassenführung, Wildzäune oder Wildbrücken sind hier wichtige Instrumente für den Artenschutz. Aber natürlich müssen die Maßnahmen bezahlt werden, und zwar in diesen Fällen vom Steuerzahler. Zum Beispiel die Netzentgelte, bei denen die Kosten für den Netzausbau auf die Stromkunden umgelegt werden. Hier ergibt sich natürlich die Möglichkeit, einen naturverträglichen Netzausbau durch einen anderen, eventuell teureren Trassenverlauf oder sogar durch Erdkabel zu finanzieren. Klar ist aber auch, dass das bezahlt werden muss, und zwar von den Verbrauchern, also Wirtschaft und Bürgern. Deswegen kriege ich das niemals durchgesetzt, wenn das Verständnis dafür nicht da ist, warum man etwas macht. Dass das nicht so ohne weiteres von jedem akzeptiert wird, sehen wir bei der Diskussion zum Beispiel um die EEG-Umlage. Der Ausgleich von Nachteilen bzw. Anreize, auch gerade auch für den Natur- und Artenschutz, muss die Gesellschaft bereit sein zu tragen. Das ist auch wieder die Überlegung. Wenn ich nicht weiß, warum, habe ich auch nicht das Verständnis dazu, dass ich dafür etwas hergeben muss auf der anderen Seite. Der dafür erforderliche gesellschaftliche Konsens muss für jede Lösung erkämpft werden. Nur wenn wir Bürger überzeugen, dass die Biodiversität und der Artenschutz im wahrsten Sinne des Wortes wertvoll sind, werden wir diese Akzeptanz beim Bürger und in der Politik haben. Wenn wir den Nutzer und Schützer sowie die gesamte Gesellschaft gemeinsam vom Erfordernis und vom Wert der Biodiversität überzeugen können, dann werden wir wirklich erfolgreich sein. Wenn Kompromisse als Erfolg dargestellt werden, das, was wir erreicht haben in diesem Kompromiss, ist ja dann auch schon mal ein Schritt nach vorne, was es ja in jedem Fall auch ist, dann wird die Gesellschaft auch bereit sein, sie zu akzeptieren. Deshalb sollten wir bei der Kommunikation aus meiner Sicht weniger das Jammern über das Nicht-Erreichte als die Anerkennung der Kompromisse im Mittelpunkt stehen. Und genauso werte ich das heute Fachgespräch. Natürlich konnte nicht in allen Punkten Einigkeit erzielt werden. Das wollten wir heute auch gar nicht bei so einem ersten Aufschlag. Aber vielleicht mehr Verständnis für die jeweiligen Anliegen des anderen. Dass es gemeinsame Lösungsansätze gibt, wurde nicht erst heute diskutiert, sondern wir sehen das in der täglichen Arbeit vor Ort. Ich danke also nochmals allen Beteiligten, auch dass Sie alle so zahlreich gekommen sind und einfach dazu auch beigetragen haben und als Multiplikatoren dienen, indem Sie da positiv berichten über diese vielen kleinen Schritte in die richtige Richtung, sodass wir darauf aufbauen können. Und ich wünsche uns allen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Vielen Dank.